Da melden wir uns. Ich dachte, mein Mikro schlägt nicht aus. Moin Leute, heute wieder zu einer neuen Reaction. Und zwar heute in Farbe und mit Ton. Hoffentlich läuft's. Ich weiß es nicht. Aber erstmal. Okay, hier. Okay, mein Testmonitor läuft. Ich begrüße eigentlich nicht mehr meinen Gast. Ich grüße meinen Partner in Aufklärung, Axel Reitz. Axel, grüß dich, mein Lieber. Wie geht es dir? Hallo Philipp, ja, mir geht's nicht so gut. Ihr habt ja mitbekommen, mein Hund musste eingeschläfert werden. Das war jetzt ein bisschen harte Zeit für mich, aber gehört zum Leben dazu. Lass ich mich nicht voll unterkriegen und bin natürlich auch heute wieder gern dabei bei der Community, weil auch geteiltes Leid ist doppeltes Leid und so wird es auch heute hier um anderes Leid in meinem Leben gehen, was ich damals leider nicht so gesehen habe. Ja, dann erst einmal unser Beileid nochmal zum Verlust des Hundes. Ich glaube, viele haben auch aus der Community so geschrieben. Jeder weiß das. Was so ein Haustier dann doch für den Einzelnen bedeutet, dass es nicht einfach nur ein Tier ist, auf das man blickt. Ne? Es ist Teil der Familie und ich glaube, das kann jeder hier nachvollziehen, der dann diese Verluste auch mal durchgemacht hat. Und schön, dass du dann wieder mit dabei bist, Axel. Also, jetzt muss ich hier mal gucken. Ja, gerne. Doch. Und ja, wir haben rausgesucht, nebenan der braune Sumpf, eine doch etwas längere Doku. Mal gucken, wie Axel und ich da durchkommen. Ich würde aber versuchen, das durchzuziehen. Ich muss gleich dazu sagen, bei mir wird gleich der Klempner aufschlagen, weil wir keine Heizung haben und kein Warmwasser und Rohrbruch und so weiter. Also mal gucken. Also erstmal schön. Erschreckend diese Armut, Philipp. Ja, da sagen die Leute immer, du wärst so ein fieser Geldverdiener. Lebst wirklich wie hier im Neandertal, ne? Ja, wir haben Haussanierung gemacht und ich glaube, das wurde zu richtigen Zeitpunkt abgegeben. Sagen wir es mal so. Na gut, also. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich würde dann auch gleich in die Doku reingucken. Wir hatten jetzt ja wieder ganz viele Kommentare, wir haben uns ja auch geäußert. Wir werden nochmal was machen zu Oliver Pocher und Fat Comedy. Ich habe heute was bei Instagram gesehen, wo ich wirklich hinten rübergefallen bin. Das muss man auch mal sagen, ne, dass der Fat Comedy da wieder fast jemand so indirekt, ne, ganz subtil wieder auch jemand gedroht hat, dem Jan Like bei Instagram, was ich da gesehen habe. Ganz fürchterlich, also dazu werden wir was machen. Und kam das jetzt wieder, ja, guckt jetzt wieder nur auf den Rechtsextremismus. Nein, aber diese Doku ist sehr, sehr interessant, weil mein lieber Partner, der Axel Reitz, hier eine Rolle gespielt hat. Und wir werden uns natürlich auch demnächst wieder auch mal einem Thema im Linksextremismus widmen. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, was für ein Thema wir machen, ihr habt ja die freie Möglichkeit, an- und abzuschalten. Mich nervt es immer, weil nach jedem Thema, was angesprochen wird, kommt von der anderen Seite immer die Beschwerde, ja, da machst du jetzt nur noch Sachen drüber, mach doch mal was anderes. Leute, wir machen unseren Content, ihr könnt ihn konsumieren, ihr könnt ihn kommentieren, ihr könnt auch abschalten, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ja? Und wenn euch ein Thema nicht gut genug behandelt ist, es steht euch doch frei, einen eigenen YouTube-Kanal aufzumachen. Ja? Genau, Axel, wir haben noch eine lange Doku vor uns, alles gut. Wir wollen es heute bei ein paar Teilen ein bisschen kürzer fassen. Ton kann ich nicht regeln. Wir haben ja einen neuen Streaming-Rechner gesponsert bekommen. Das wird auch aufgebaut von der Firma und so weiter. Die kommen bald. Ich hoffe, dass dann hier Technik bald alles läuft. Aber ich würde sagen, Axel, wir starten jetzt in die Doku rein. Oh, rein! Dass die neuen Rechten aussehen wie die alten Linken, ist ganz im Sinne des Drahtziehers Axel Reitz. Er will neue Zielgruppen erreichen, auch mit anti-amerikanischen Parolen. Wie sagte Dr. Josef Goebbels, wir sind so weit links, dass wir schon wieder rechts sind. Ja, Axel, ich halte gleich mal an nach 15 Sekunden. Wie ist das für dich, wenn du dich dann dort so siehst in der Montur mit den... Er will neue Zielgruppen erreichen, auch mit anti-amerikanischen Parolen. Wie ist das für dich, dich so jetzt zu sehen? Wie viele Jahre ist das her? Also das müsste jetzt schon an die 14, 15 Jahre her sein. Das war, glaube ich, Doku war von 2005 oder 2006. Die war auf jeden Fall noch vor meinem Haftantritt von 2006 bis 2008. Also das sind jetzt schon ein paar Jährchen dazwischen. Aber ich lief danach ja noch jahrelang so und ähnlich rum. Und ja, wenn ich so angucke, ich würde am liebsten sagen fremdschämen, aber ich muss mich ja über mich selber schämen. Ich bin's ja, ich schäme mich ja nicht über jemand anderen. Also es ist schon ja, so eine Reise in die eigene Vergangenheit, die man so ein Stück weit einfach heute ja gerne von sich schieben würde. Man weiß halt, okay, der Typ da, das bist du gewesen, ey. Ne? Ja. Hier auch gleich wieder ein großer Vertreter der Hufeisentheorie. Ja gut, also das ist ja das Interessante, wenn die Leute immer sagen, ach der Reitz, der Rechte und so weiter und so fort. Ich habe mich damals selber nie als rechts bezeichnet, auch nie als rechts gesehen. Ich habe immer gesagt, ich bin Nationalsozialist,
Betonung liegt auf dem Sozialismus. Ich war Anhänger von Röhm, Strasser und so weiter und so fort. Und wenn man mich als Rechten oder Konservativen oder sowas bezeichnet hätte, das wäre für mich eine herbe Beleidigung gewesen. Dann lassen wir die Doku mal laufen und Attacke. Dr. Josef Goebbels, wir sind so weit links, dass wir schon wieder rechts sind. Jetzt die Story. WDR. Was wollen Sie besser machen, Frau Merkel? Direkt und unverblümt fragen Zuschauer die Kanzlerkandidatin in der Wahlarena. Ein einfacheres Steuersystem. Wie will sie das erreichen? Welche Pläne hat sie in Sachen Wirtschaftspolitik? Schalten Sie sich in den Wahlkampf ein. Andreas Zichowitz und Jörg Schönenborn moderieren die Wahlarena. Donnerstag, 20.15 Uhr. Dortmunder Norden, Borussia-Land. Seit langem auch die Hochburg der Neonazis im Westen der Republik. Ganze Straßenzüge sind beschmiert worden mit Hakenkreuzen und Nazi-Parolen. Zu Wahlerfolgen ist die extreme Rechte hier bisher noch nicht gekommen, aber ihr öffentliches Auftreten auf den Straßen wird immer dreister. Und die Zahl aggressiver Neonazi-Aufmärsche und Versammlungen im ganzen Ruhrgebiet nimmt ständig zu. Hattest du starke Verbindungen nach Dortmund? Ja, also sehr, sehr starke. Ja, also ich war zum einen gut Kamerad mit Siegfried Borchert. Da haben wir auch einen Stream drüber gemacht, der ist ja dieses Jahr verstorben. Und danach war ich einer der massiven Förderer, der in Dortmund und Berlin aufgekommen in sogenannten autonomen Nationalisten. Das war eine neue Struktur, das wird auch später hier im Video noch alles gezeigt und erklärt. Und da waren die Verbindungen zeitweise von mir sehr, sehr eng. Warst du auch jemand, der das so unterstützt hat, dass es Sprühaktionen gibt und so weiter? Also warst du auch für Guerilla-Aktionen? Also ich sage jetzt mal, das Hakenkreuz, das eben gesprüht war, da muss jemand nochmal in den Kunstkurs, ne? Aber warst du schon für sowas zu sagen, okay, Symbole, Präsenz zeigen, egal auf welche Art und Weise, von Aufkleber, Plakataktionen und Graffiti-Aktionen? Ja, absolut. Das ist von mir auch immer in entsprechende Kampagnen eingebunden worden. Es ist dann immer breit von uns auf unseren Szene-Kanälen darüber berichtet worden. Mit zum Augenzwinkern, wenn wir dann selber Plakate rausgegeben haben oder Aufkleber. Ist nur als Schmuck für zu Hause. Bitte nicht wild plakatieren, Zwinker. Da hat jeder gewusst, was damit gemeint ist, weil wir eben solche Aktionen dann immer dann als vermeintlich journalistisch dargestellt haben und uns darüber gefreut haben, was da stattgefunden hat. Was ist los in jenen Straßen des Reviers, in denen es niemand zu stören scheint, wenn die Reichskriegsflagge wochenlang am Fenster hängt? Wir haben uns auf die Suche gemacht nach dem braunen Sumpf im Land. Das sind rechtsradikale Leute. Da in dem Haus. Einer oder mehrere? Mehrere. Das ganze Haus ist eigentlich mit rechtsradikalen voll. Haben Sie die Fahne rausgehängt? Die haben wir geschenkt gekriegt, die haben wir so rausgehängt. Aber was wollen Sie damit zeigen in der Öffentlichkeit? Was heißt dann zeigen? Wir zeigen uns einfach, dass wir demokratisch sind und immer noch demokratisch? Ja. Mhm. Das steht doch irgendwie für in Deutschland in den Grenzen von 1939, ne? Also sagen wir mal so, wie genau können wir uns nicht aushalten, wir sind einfach nicht so patriotisch. Und halt Deutsche und BVB-Fans, wie man sieht. Ja. Und wir wollen einfach sich gar nichts damit in dem Sinn bezwecken, dass wir rassenfeindlich sind oder sowas. Nee? Nein. Sie haben mit Ausländern auch keine Probleme? Nein. Ja, da werden natürlich schon die richtigen vor die Kamera gezerrt. Das mit dem Ton laut lässt sich leider bis jetzt noch nicht neu regeln. Axel wird sehr laut sein, dann ist die Doku ein bisschen lauter. Es geht leider nicht anders. Es tut mir leid, es geht immer noch um den Content. Es tut mir leid, es ist nicht möglich. Wenn ihr das geändert haben wollt, dann kann jetzt jeder einfach mal 500 € spenden und dann bauen Axel und ich uns ein Studio und Axel zieht hier oben in den Norden und dann ist das alles kein Problem. Dann haben wir hier das Geld auf der Seite, also meckert da nicht so dran rum. Ja, aber schon die Experten vor die Kamera geholt, ne? Fahne geschenkt bekommen, ja, wir sind demokratisch, dann sind wir doch patriotisch, dann sind wir FAP-nah, oder was wurde gesagt?
BVB-Fans. Okay, Entschuldigung. Ja, ist natürlich auch gefundenes Fressen immer, ne? Dass da die Richtigen dann so vor die Kamera kommen, oder? Muss auch dazu sagen, also der Macher, der Peter Schran, das war auch kein fairer Journalist. Also der hat auch schon mit, sag ich mal, nicht ganz so tollen Tricks gearbeitet. Habe ich später auch erfahren müssen in der Doku. Und der wird wahrscheinlich als Wurst auch nur gewartet haben. Ne? Und ich finde es auch immer so ein bisschen komisch, wenn dann Leute ja so nachgelaufen wird, denen die Kamera dann ins Gesicht gehalten wird und Fragen gestellt werden. Das ist immer schon so ein bisschen Geschmäckle. Wenn es nicht gerade um konkrete Angelegenheiten geht, wo man sagt, okay, die Leute müssen jetzt für was Konkretes befragt werden. Ja, ne? Ist ja auch so ähnlich, so die Ritter so als Rechtsextremisten darzustellen. Ne? Also die sind ja, ich sage mal, vom politischen Rechtsextremismus oder so allgemein, die sind so rechts besoffen, rechtsoffen. Ne? Und ich glaube denen das auch, wenn die sagen, wir haben die Fahnen da beschenkt bekommen, die hängen da mit ein paar Leuten rum, die vielleicht Verbindungen in die Szene haben oder selber Szenegänger sind. Das sind dann ihre Kumpels, aber die denken sich nicht viel dabei. Ja, das macht es nicht unbedingt besser. Aber da jetzt immer auch zu sagen, ja, die hängen die Fahne da raus, das müssen jetzt Hardcore-Neonazi-Unterstützer sein, ist auch ein bisschen weit hergeholt, wie ich finde. So, dann lassen wir die junge Frau mal laufen. Normalerweise nicht für einen Sohn zufrieden lassen. Dieses griechische Mädchen hat gerade eben erst neue Schmierereien in der Dortmunder Nordstadt entdeckt. Das waren Nazis, glaube ich. Nicht alles erschließt sich ihr auf einen Blick. Ihr wisst irgendwie, die ganzen Hakenkreuze hier an die Türen kommen und an die Häuser. Wer macht denn sowas wohl? Rechte Szene, ich oder? Ich bin ja sowieso in der Nordstadt hier und da ist das sowieso normal, glaube ich. Das ist normal? Ja, normal. Wer das gemacht hat, keine Ahnung. Das wird wohl nachts passieren hier alles. Ihr habt euch da ein Stück weit dran gewöhnt? Ja. Klar. Echt? Ja. Viele Migranten im Viertel übersehen die Hakenkreuze einfach. Und den Anwohnern scheint es egal zu sein. Gerade so Jüngere, die keine Ahnung haben. Ich meine, die tun damit was Gutes und dabei reichen sie gar nichts. Und warum macht das Hakenkreuz jetzt zum Beispiel keiner weg? Wo denn? Da, in ihrer Tür. Klar, haben wir vielleicht auch gastet. Muss man sagen, da hat natürlich schon eine Veränderung stattgefunden, ne, zu dieser Gleichgültigkeit teilweise der Bürger, Gleichgültigkeit von der Stadt. Ich würde jetzt mal behaupten, würde sowas heute keinen halben Tag irgendwo geschmiert bleiben, oder? Da hat sich ja schon was getan. Und es kommt natürlich immer auf die Struktur dann auch an. Ja, es gibt manchmal so Hochphasen, wo es auch dann zivilgesellschaftliche Aktionen gibt. Dann wir machen sauber, wir kratzen die Plakate ab, die Aufkleber ab, wir schmeißen die Graffitis, machen wir runter. Nur tatsächlich, wenn sowas dann jedes Wochenende wieder passiert, und es gibt ja da Leute, die haben nichts anderes zu tun, als jede Nacht loszulaufen, einen Pinsel mit einer Spraydose und so ein Kram da an die Wände zu taggen. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, dann zum 10. Mal da zu stehen und den Kram da runter zu wischen. Also da kann ich auch die Leute verstehen, die irgendwann sagen, oh mein Gott, ist nicht schön, nervt uns, wir wissen auch, wofür es steht, aber jetzt ständig drauf achten. Das ist ja auch eine Desensibilisierung, die traurigerweise stattfindet, durch diese massives Hineintragen der Symbolik dann wieder in das öffentliche Stadtbild. Ne? Aber ich fahre da rein, ohne darauf zu achten. Da kann ich auch nichts daran ändern. Die kommen nachts und machen das. Solange sie mir ein Auto in Ruhe lassen, ist mir das egal. Also hier wurde gerade noch gefragt, die Frage finde ich dann doch sehr spannend. Wird das Hakenkreuz absichtlich falsch gesprüht? Nein, das hat keine Bedeutung. Also es gibt abgeänderte Hakenkreuze, ne? Also was ist abgeändert? Ich will jetzt nicht, das klingt so blöd, aber wir müssen manchmal das auch aufklären, Axel, dass es, dass einige da gar nicht drin bewandt sind. Also sowas wie die Triskele wurde teilweise als Ersatz ja genommen, ne? Muss man sagen. Also ein dreiarmiges Hakenkreuz, ich weiß, es ist sehr, sehr einfach erklärt, tut mir leid, aber... und dann gab es, dann wurden auch noch so Kreuze und die wurden dann versteckt und ummalt und also, aber das hier war jetzt einfach nur ein Fehl, ne? Es war tatsächlich dann wahrscheinlich auch angesetzt, vielleicht kam gerade jemand raus, sie rennen dann weg und oder waren einfach zu doof dazu. Es hat es auch gegeben, dass wirklich Leute da waren, die zu blöd waren, dann ein Hakenkreuz richtig da zu malen, ne? 29. März, Dortmund, U-Bahnhof Kammstraße. Verzweifelt kämpfen Notärzte um das Leben eines 34-jährigen Punks. Er war hier in Streit geraten mit Neonazis. Erst flogen Fäuste, dann war da plötzlich ein Messer.
Thomas S., den die rechten Angreifer als Zecke bezeichnet hatten, als Verräter am Deutschtum, verblutet auf dem Transport ins Krankenhaus. Der Täter, ein erst 17-jähriger Mitläufer aus der Neonazi-Szene. Der heute noch aktiv ist und immer noch absolut fanatisiert ist. Ja, also der wurde von Teilen der Szene aufgrund ja, hier des Angriffs auf den Punk als richtiger Held gefeiert. Über wen sprechen wir? Sven Karlin müsste der heißen. Und der ist bis heute noch ungebrochen aktiv. Der hat auch sofort, wo er aus dem Knast wieder rauskam, auf Demonstrationen gesprochen, hat Grußbotschaften während seiner Haft verlesen, ist da also nochmal richtig gepusht worden. Wir haben es ja gehört, der war 17 Jahre alt und hat da so einen richtigen Märtyrerstatus dann verpasst bekommen. Und den hat die Haft nicht ein Jota irgendwie resozialisieren können. Ja, ja, steht hier auch bei antifaschistisches Infoblatt. Sehen wir, glaube ich, ein Bild von ihm. Sven Karlin als Redner auf einer Nazi-Demonstration im Oktober 2010. 5 Jahre Haft für den Totschlag, würde ich sagen. Das ist so ein, ne? Würde wahrscheinlich ein Totschlag verurteilt. Also Mordabsicht war dann Totschlag. Was ich dann persönlich, was mich selber sehr geärgert hat, es gab zur damaligen Zeit dann von den Aktivisten aus Dortmund Plakataktion Antifaschismus ist ein Ritt auf Messers Schneide. Mit einem Messer und dann auch Bildern von der Blutache, in dem dann der Schmuddel gelegen hat. Und dafür ist dann einfach, ohne mich zu fragen, mein VSDP verwendet worden damals. Ja, deswegen bin ich immer schön damit in Verbindung gebracht worden, obwohl ich da kein Freund von war. Ich habe immer gesagt, ich so, liebe Leute, das war meine damalige Haltung. Auch der ist ein Volksgenosse. Wir müssen hier niemanden umbringen, nur weil er momentan auf der anderen Seite steht, sondern die von der Richtigkeit unserer Idee überzeugen. Und fand das mega beschämend, dass wirklich da beklatscht wurde, dass also da einer abgesprochen wurde. Man muss wurde. Auch mal sagen, also du hast jetzt gerade Schmuddel gesagt, hier steht 2005 erstach er den mit mehreren Messerstichen, den Punker Thomas Schmuddel Schulz in Dortmund. Ne, wir sehen ihn hier mit dem Hooligans Dortmund T-Shirt auch, damit wir mal so ein Bild dazu haben. Axel und ich, wir werden das durchstehen, wenn wir verklagt werden wegen Persönlichkeitsrechten, aber das ist jetzt hier, ne, das sind öffentliche Dokumente im Internet, da hätten sie vorher gegen vorgehen können und wir müssen dann ab und zu mal auch ein Gesicht dazu zeigen. Also sowas wird dann oft abgefeiert, besonders auch in der gewalttätigen Neonazi-Szene. Ja, also diese Taten, egal wie die dann passiert sind und wie schäbig hinterhältig, das kenne ich selber aus der eigenen Erfahrung, ist natürlich dann schon krass. Und man muss es auch sagen, dann als 17-Jährige da zum Mörder zu werden. Und für was? Ne? Das muss man auch immer sagen. Wenn man ihn jetzt fragen würde, jetzt wirklich 17 Jahre später, was hat es gebracht, dass du diesem jungen Mann, diesem Punker das Leben genommen hast? Was hat es verändert? Was hat es getan? Ja, also ist schon traurig, ne? Ja, diese Entmenschlichung, die dahinter steht. Ja, es wird ja nicht gesehen, dass da ein Menschenleben beendet wurde, sondern da hat es die Zecke, da hat es den politischen Gegner getroffen und der ist ja selber schuld. Was ist der denn auch auf der Seite, die wir Kraft unserer eigenen Ideologie als lebenswert oder als angreifbar dann betrachten. Ne? Das ist schon. Ja, es ist halt, was wir schon öfters auf dem Kanal auch erwähnt haben, ist es einfach so, das typische Entmenschlichen, ne? Ist halt nur die Zecke. Ne? Also da ist ja aus vieler Sicht kein Mensch gestorben, sondern halt, ne, ein Tier, ein Unmensch. Ja, und das macht es natürlich auch so leicht, was die Botschaften durch die Politik, durch rechte Politik und durch rechte Musik transportiert wird, ne? Diese Feindbilder aufbauen, sie zu entmenschlichen, haben Axel und ich des Öfteren schon drüber gesprochen. Und dann passiert das halt auch, dass man relativ leicht, dann wenn man jemanden entmenschlicht hat, auf den einzustechen oder schießen, töten und so weiter. Ne? Ja, klar. Und wenn man dann auch bejubelt wird dafür, dann auch eben dann als glorreicher Held dasteht, oh, du hast mal richtig gezeigt, was Sache ist. Das macht es ja noch mal einfacher. Das ist ja nicht so, dass hier Lone-Wolf-Aktivisten rausgehen und einen Amoklauf machen, so wie wir es heute leider leben müssen, sondern das war eine Gruppenaktivität. Das war eine Gruppe, die sich mit ihm da dann gezofft hat, geschlagen hat und dann ja, ziehe ich ein Messer und steche ihn ab und das unter dem Beifall der eigenen Kameraden dann. Ne? Ja, also man muss auch dazu sagen, hier hat jemand geschrieben, Snooks, das T-Shirt hat einen sehr hohen Stellenwert bei den BVB-Hools. Ja, kann man mal sehen, wie das dann doch so, ja, immer, Dankeschön Martin, dass viele dann immer sagen, ja, diese Überschneidung, das ist so Presse und die Vereine wollen das nicht wirklich so sehen. Ach komm, da brauchen wir uns das nichts zu erzählen. Ne? Also auch wir werden es wahrscheinlich dann mal wieder dem Thema auch rechte Hooligans und so widmen, aber diese Überschneidungen sind da und danke dafür die Bestätigung.
für jeden offensichtlich. Ich brauche jetzt kein Antifa-Recherche-Kollektiv, was dann einen tendenziösen Bericht darüber schreibt. Das sieht doch jeder, der es sehen will. Man weiß doch, dass in den Vereinen Neonazis dabei sind. Man weiß doch, dass selbst die Fanbeauftragten nicht durchgreifen, sondern sagen, ach, lass die Jungs doch, die tun doch keinem was. Ne? Also es ist ein immanentes Problem bei vielen, vielen Vereinen. Also ich muss schon sagen, das tendenziös, das kann ich nicht immer so unterschreiben. Natürlich ist da immer Couleur mit drin oder ganz oft, aber es gibt auch wirklich gut recherchierte Dinge, die einfach auch nur durch diese Arbeit ans Licht kommen. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also Fotos, Zusammenhänge und so weiter. Ja, also muss man ja immer auch die Botschaft, die dahinter steht. Und die ist meiner Ansicht nach, ist die immer schon parteiisch gefärbt. Und das finde ich nicht so, aber ist ein anderes Thema. Und man muss mal auch mal sagen, ganz klar, kurz auf den Punkt gebracht, nur weil jemand gegen was Schlechtes ist, macht es den noch zu keinem guten Menschen. Ja, also auch die Rote Armee hat Deutschland von Nazis befreit, tolle Sache, und haben danach aber trotzdem Verbrechen begangen. Und genauso ist es mit Linksextremisten. Wenn die über Nazis aufklären, gut und schön, aber die Sachen, die dahinter stehen, die finde ich gar nicht gut und schön. Ja, ja, da glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren. Da sind Axel und ich ja immer so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Also ich glaube schon, dass dort wichtige Recherchearbeit getätigt wird. Aber ich sehe das auch so gegen Linksextremismus, selbstverständlich Gewalt aus linken Lagern. Da stehen wir natürlich auch dagegen. Trauer und Fassungslosigkeit in den Stunden nach der Tat. Bewusst wird jetzt vielen in der Bevölkerung, dass selbst hier, in der Hochburg des braunen Pöbels, das Phänomen nicht so ernst genommen wurde. Auch das Opfer war wohl allzu naiv, wie seine Freunde meinen. Thomas hat gesagt, gut, wenn du mich angreifen willst, dann schlag zu, hat die Arme ausgebreitet. Und was Thomas in dem Augenblick eben nicht wusste, dass der Täter ein Messer hinter seinem Rücken verborgen hatte, dreimal zugestochen hat, und ein Messerstich ist eben direkt ins Herz gegangen, dem entsprechend dann noch die Todesfolge zuerbrachte. Ja, muss man auch mal sagen, was da bei einem 17-Jährigen los ist. Hier hätten wir auch über den jungen Philipp sprechen können, der genauso radikal und gewalttätig unterwegs war, einfach auch in dem Glauben, ich darf das, das ist mein Gegner, ich wehre mich nur, wir sind die Guten. Das dreht man sich so hin. Ne? Also das wirst du ja bei Weggefährten ja auch gehabt haben, Axel. Ne? Dass jede Tat, jede üble Tat, wenn man die eigentlich von außen sehen würde, hat man sich das gut und schön geredet. Wir dürfen das, wir wehren uns nur. Ne? Also das, solche Erfahrungen, was wir auch gemacht haben. Da auch ganz klassisch gemacht, wurde natürlich dann erzählt, ach, der Schmuddel hat als erster angegriffen, der war ja schon über 30 und greift einen 17-Jährigen an, der hat sich nur gewehrt gegen den bösen Linken, der ihn da ans Leder wollte. Da werden natürlich auch immer Entschuldigungen gesucht, da werden Legenden gesponnen, und man ist ja immer Opfer, ja, auch wenn man Täter ist. Ist man nie schuld, es sind ja immer die anderen. Die haben einen dazu getrieben, die haben einen dazu gebracht, die haben einen dazu genötigt. Man übernimmt ja keine Verantwortung für seine Taten. Wenn man sie übernimmt, dann war es was Gutes. Dann war es kein Verbrechen, dann ist da kein Leben beendet worden, sondern da wurde ein Volksfeind in seine Schranken gewiesen und hat das bekommen, was er verdient hat. Das ist das, was in der Szene dann erzählt und produziert wird. Okay, also Dankeschön erstmal Martin. Dankeschön, er sponsert auch ein Fass für unser Community-Treffen. Dankeschön, Ehre geht raus. Dankeschön. Noch immer ist der Fall nicht abschließend geklärt. Und ein Termin für die Gerichtsverhandlung steht noch aus. Das macht euch sicher, dass es ein politisches Motiv war. Weil in der Zeit viele Übergriffe waren, also verbal, handgreiflich, haben wir uns das schon gedacht, dass das eigentlich eindeutig politisch sei. Wir haben am Dienstag darauf, am 29. die Mahnwache hier oben aufgebaut. Und da sind wir von den Rechten angegriffen worden. Die sind hier vorbeigelaufen, meinten irgendwie, ihr seid die Nächsten, die wir abstechen. Und am selben Abend oder am nächsten Tag haben sich die Rechten auch im Internet zu dem Täter bekannt. Eine von zahlreichen Neonazi-Demonstrationen im Ruhrgebiet in jüngster Zeit. Mitunter sammelt sich der braune Tross fast wöchentlich. Was wurde zu den Zeiten in Dortmund auf die Straße gebracht an Menschenmaterial?
Ich glaube, das ist ja nicht mal Dortmund, das ist Duisburg. Aber man konnte sagen, so, dass mit spontanen Mobilisierung in Dortmund selber schon im dreistelligen Bereich Leute zusammengekommen sind. Was zum einen daran lag, dass natürlich ein Rieseneinzugsgebiet war. Dortmund ist ja das Herz des Ruhrgebiets. Da hast du in jeder Stadt natürlich dann entsprechende Strukturen gehabt. Dortmund selber hat immer schon auch aufgrund der jahrelangen Aktivitäten von Siegfried Borchert und anderen ein festes Kaderklientel gehabt. Ja, da gab es immer schon 30, 40 Leute, die in Dortmund selber gewohnt haben, die selber Gruppen hatten. Kennen wir ja Eudoxie, Marco Gottschalk und solche Leute, Siegfried Borchert selber, dann die autonomen Nationalisten. Dann gab es rechte Hooligans und so weiter und so fort. Das war schon ein recht großes Potenzial, gerade im Vergleich auch zu anderen Städten. Aber muss man jetzt auch mal sagen, Axel, ich wirklich da immer Bock drauf gehabt, jedes Wochenende irgendwie auf so einer Demo rumzudödeln. Die gleichen Gesichter, das gleiche Gelaber, das mal Thema, weiß ich nicht, Arbeitsplätze schützen, dann Wohnraum für Deutsche und was weiß ich. Das hat man ja nicht gesehen. Also das ist ja in dem Sinne, wir als Organisatoren haben ja immer gesagt von wegen, ja, die Leute müssen beschäftigt werden. Wenn sie nicht auf Demo kommen, dann kommen sie auf irgendwelche Gedanken und sind irgendwann weg von der Szene. Das war immer auch so dieser Impuls. Wir müssen Leute aktiv halten, wir müssen durch Demonstrationen dafür sorgen, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir dadurch auch die Medien dominieren, dass wir dann auch auf die Straße gehen können und die Leute es nicht schaffen, uns zu blockieren. Das war immer ganz, ganz wichtig und das gelang dann auch, indem man geschafft hat, diese Aufmärsche ein Stück weit zur Normalität zu machen. Weil mein Erfahrungswert war, bei der ersten Demo, da hat alles dagegen demonstriert, vom DGB über die Parteien, ein bisschen zu vielen Bündnissen. Dann bist du eine Woche später gekommen und dann hat es keine Sau mehr interessiert. Und dann konnte man laufen und wenn man dann 5 Wochen am Stück da irgendwie rumgedümpelt ist, dann war man natürlich auch nicht mehr. Dann wurde die eigene Demo natürlich auch kleiner. Dann war es nachher statt mit 500, mit 150 Leuten auf der Straße. Aber konnte es sagen, ah, schaut mal, die haben sich an uns gewöhnt. Und diesen Gewöhnungseffekt, den wollten wir halt. Ne? Okay. Axel, kannst du dein Mikro ein bisschen weiter wegstellen? Vielleicht wegen deinem Ton, das ist, glaube ich, sehr, sehr nah dran. Du bist wieder sehr, sehr laut. Kannst du es runterregulieren noch irgendwie? Es ist schon auf der letzten Stufe runterreguliert. Wenn ich jetzt weiter reguliere, ist es stumm. Okay. Vielleicht weiter wegstellen, gibt es da eine Möglichkeit? Kannst noch weiter versuchen. So, weiter komme ich leider nicht weg. Okay. Vor allem hier in Duisburg versuchen sogenannte freie Kameradschaften immer wieder Fuß zu fassen. Trotz strengster Polizeikontrollen und weitreichender behördlicher Auflagen. Springerstiefel, Nazi-Sprechchöre und Nazi-ähnliche Symbole sind komplett verboten. Auch einschlägige Tätowierungen müssen abgeklebt werden, bevor es losgehen darf. Mit einem Personalaufwand, der jedes Mal Hunderttausende Euro kostet, versucht die Polizei zugleich, Gegendemonstranten abzuhalten. Bei fast allen Aufmärschen mit dabei Siegfried Borchert, Gründer der Hooligan-Truppe Borussenfront, Chef der Dortmunder Neonazis. Kannst du zu ihm einen kurzen Input geben? Ja, Siegfried Borchert seit den 70er Jahren, muss man sagen, aktiv in der Szene, anfangs in der FAP. In Dortmund immer eine Lokalgröße gewesen, zeitweise stellvertretender Bundesvorsitzender der FAP, das war eine bundesweit bedeutende Neonazi-Gruppierung und kontinuierlich war der Mann aktiv in der Szene, sein ganzes Leben lang. Gibt es einen Stream dazu, den wir ihr auf diesem Kanal hier konsumieren können, wo Axel auch einen Input gegeben hat? Ich glaube, den haben wir sehr, sehr fair gemacht. Natürlich kam aus der rechten Blase da dementsprechende Anfeindung, wie kann man über einen Toten reden? Ja, aber ich glaube, wir haben das schon sehr fair gemacht, also ist hier auf dem Kanal dann auch nachträglich zu konsumieren. Kannt als SS-Sigi. Herr Borchert, ist das denn so jetzt das Quantum, was die rechte Szene zusammenkriegt hier in der Region? Regional, ja. 200-300 Leute, ja. Es war ja mal von 700 die Rede vorher. Ähnlich ist nicht meine Veranstaltung. Bilder aus dem Internet. Der 53-jährige Dortmunder Neonazi-Boss auf einer Veranstaltung im benachbarten Ausland. Gegen George Bush und den amerikanischen Kapitalismus tritt er auf. Den neuen Hauptfeind der extremen Rechten, neben Ausländern und Juden. Auch er will mit anti-amerikanischer Politik, scheinbar links, neue Anhänger sammeln. Ja, wir kommen jetzt mal dazu, ich würde das erste aufgreifen bei Sigi, was da kommentiert worden ist, immer der neue Hauptfeind und so weiter.
Ich glaube, man kann schwer immer von einem Hauptfeind sprechen, oder es gibt schon, es gibt so eine Art schon, ja, Top 5, Top 6 oder so, ne, wo man sagt, ja, die gehören sowieso alle zusammen, oder? Also das, wozu der, ne, klassische Imperialismus, ne, USA, Israel, Antisemitismus, Rassismus irgendwie so dazugehört. Aber da gibt es nicht immer eine Neuausrichtung, ne, sondern es ist immer ein Misch aus allem, oder Axel? Und es ist auch nicht ein neuer Misch. Dieser Misch, der ist schon zurückzuverfolgen, ideologisch begründet, zur ersten Kampfzeit der historischen Nazis. Ja, da waren diese Gedankengänge genauso. Da war der Imperialismus der Feind, da war Amerika... Axel, kannst du kurz alleine machen? Ich bin gleich da. Da war, jetzt kommt der Klempner. So, und das ist kein neues Gebilde, das es jetzt plötzlich heißt, die Nazis haben sich da jetzt als neuen Feind die USA ausgesucht. Das hat eine historische Kontinuität, ne? Das ist früher schon so gewesen, dass selbst die historischen Nazis auch in ihrer Kriegspropaganda dieselben Bilder gezeichnet haben. Das sind die Plutokraten. Wir haben es später Kapitalisten genannt, um da auch anschlussfähig zu sein an linke Gruppierungen, die ähnliche Feindbilder da vertreten haben. Und das hat schon also eine große historische Kontinuität und hat im gesamten Rechtsextremismus, ja, also auch bei der sogenannten neuen Rechten, die aktiv geworden ist in den 80er, 90er Jahren, auch immer schon eine große Rolle gespielt. Ja, da galt eben dann auch USA als der Melting Pot, als die Weltpolizei, als diejenigen, die einen Kulturbolschewismus, einen Kulturmarxismus versuchen aufzupflanzen, der die natürlich gewachsenen kulturellen Ordnungen der Völker und Nationen und Kulturen zerstört. Also das ist überhaupt kein neues Feindbild. Ja, was richtig ist, dass vermehrt durch das Auftreten von Gruppierungen, wie ich sie damals mit angeleitet und geprägt habe, derartige Themen natürlich dann auch mehr in den Vordergrund gestellt worden sind. Ja, das ist bei vielen anderen Veranstaltungen eher noch der Subtext gewesen, gehört aber immer dazu. Also ist mitnicht ein neues Feindbild und auch kein neuer Mischmasch von Feindbildern, der da stattgefunden hat, sondern war eher eine andere Akzentuierung, die da viel stärker stattgefunden hat. Ja, ja. Und mein Bestreben war es ja auch immer dann, als Revolutionär, ja, als jemand, der auch eine Querfront befürwortet hat, natürlich auch anschlussfähig zu sein an diejenigen, die wir als echte Revolutionäre gesehen haben, also sprich die linke Szene. Also ich hätte nie vorgehabt, in die bürgerliche Mitte irgendwie eindringen zu wollen oder zu sagen, wir gewinnen jetzt irgendwelche CDUler, die ziehen wir nach rechts. Also mein Anspruch war immer, wir wollen die Revolutionäre haben. Ja, und da hat es natürlich gut zugepasst, dass wir uns auch so einen revolutionären Touch gegeben haben, der genau, vorher Axel. In der altbackenen Szene so nicht angesagt war. Das müsst ihr auch noch kennen, also wo ich reinkam, 96, 97 war überall Frakturschrift und Themen wie wir holen uns die Ostgebiete zurück und so weiter und so fort. Und da haben wir das natürlich schon versucht, dann frischer, punkiger, hipper aufzubauen. Ne? Danke, Axel, danke schön, dass du das so übernommen hast. Ihr wisst ja, ich habe gerade am Haus einige Schäden, die behoben werden müssen. Und da kann ich die Handwerker nicht vor der Tür stehen lassen, weil dann habe ich ein paar Tage kein Wasser und keinen Abfluss und keine Heizung und nichts. Erstmal hier, was ich immer wieder vergesse, falls auch die den Kanal hier unterstützen, ist einfach so, Leute, könnt ihr auch so unterstützen mit Philipp 10, Hashtag Werbung, müsst ihr wissen. Und natürlich auch Zweck Plus, die das immer wieder unterstützen. Dankeschön, Leute, falls der eine oder andere das unterstützen möchte, da könnt ihr machen, sparen und so weiter. Werbung, Dankeschön, muss auch zu sein. Und hier, das Ding kann man sich auch kaufen, wenn man will. Spiegel Bestseller, ein Ex-Nazi-Rotlichtrocker packt aus. Dankeschön. So. Und das muss zwischendurch ab und zu sein. Also, jetzt versuche ich mich zu konzentrieren, wenn die Handwerker hier sind. Und ja, Axel, wow, was für ein Standbild, oder? Ja, also da war ich zarte 15 Jahre alt auf diesem Standbild, ja, ist jetzt schon zum Glück eine Weile her, aber ich wünschte, es wäre nur ein Ausrutscher gewesen, aber jahrelang bin ich so rumgerannt, also wie so eine schlechte US-Hitler-Jungen-Karikatur und habe mich ganz toll dabei gefühlt, ne? Axel Reitz, 22 Jahre, bekannt geworden als Hitler von Köln, Führungskader des Kampfbundes Deutscher Sozialisten. Seit seinem 13. Lebensjahr ist Reitz in der rechten Szene aktiv. Regelmäßig tritt er inzwischen als Veranstalter von Demonstrationen auf. Reitz ist es auch, der seinen jungen Anhängern unverdächtige Kleidung verordnete und neue Parolen ausgab. Gegen das kapitalistische Ausbeutersystem und gegen den US-Imperialismus. Wie sagte Dr. Josef Goebbels, wir sind so weit links, dass wir schon wieder rechts sind. Von rein nationalistischen NPD-Kreisen grenzt Reitz sich ab.
auch die Haltung, Sprache und so weiter, Axel, da ist schon eine krasse Veränderung eingetreten, oder? Ja, hoffentlich. Also wäre schlimm, wenn nicht. Ne? Es gibt ja immer noch böse Zungen, die sagen, der Reiz ist immer noch derselbe, aber wenn ich so alte Aufnahmen anschaue, hoffe ich, dass da doch eine gravierende Veränderung stattgefunden hat. Ne? Ja, auch so die Haltung, die Sprache, schon mit dieser Arroganz, mit der du da geantwortet hast, ist natürlich schon, wow, das ist, wenn ich das heute so auch konsumiere, sage ich, wow, wie unangenehm, oder? Aber man fühlt sich gerade in diesem Augenblick, wenn man auf der Demo ist mit den Kameraden, man hat dann so einen schon Auftrieb, oder? Ja, auch diesen Überlegenheitsimpuls, ne? Denkst du auch von wegen, die Presse und die Gegendemonstranten, die Polizei, das System und du stehst über allem und bist in Wirklichkeit nur ein kleiner Heckenpenner, der froh sein kann, dass der Staat nicht die Diktatur ist, als die man ihn immer hinstellt, weil dann hätte man nicht so eine große Fresse und so eine große Klappe haben können, noch geschützt von eben den Rechten, die man anderen nicht zubilligen möchte. Von rein nationalistischen NPD-Kreisen grenzt Reitz sich ab. Er sieht sich als Führer einer antiparlamentarischen, braun-sozialistischen Opposition in Europa. Muss ich zu sagen, dass ich jetzt auch, ich hätte da nie gesagt, ich sehe mich als Führer einer Opposition in Europa. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wo ich jetzt sagen kann, so, oh mein Gott, was war der Größenwahnsinnig? Das ist jetzt ein Text gewesen, den der Herr Schran geschrieben hat und der nicht von mir irgendwie autorisiert oder vorgegeben worden wäre. Das ist doch mal, ich war zwar immer eitel, ich war ein Kotzbrocken, aber ich habe mich nie irgendwie als europaweit bedeutend gesehen, sondern tatsächlich immer so als Lokalmatador, ja, nach dem Motto also, NRW. Axel, ich muss auch sagen, jemand bei Twitch, Patrick83, hat geschrieben, vom Habitus total von Wurch abgekupfert. Das stimmt. Eben, okay. So wie du gesprochen hast, ist es doch schon, das ist sehr, sehr wurchig. Okay, aber nicht bewusst kopiert. Also kann natürlich sein, ich habe mich ja von ihm beeinflussen lassen. Der war ja auch ein Vorbild für mich, aber war jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt mich hingestellt hätte und gesagt habe, wie macht der Christian das, so mache ich das auch. Also wenn, dann war es unbewusst, ne? Immer wieder schließen sich vor allem junge NPD-Anhänger den Aufmärschen von Reitz an, wenn der im Revier Angst und Schrecken verbreiten will. Nur gegen Geld bietet Reitz seine Truppe der NPD-Führung als Wahlhelfer an. Doch die hat abgelehnt. Bislang. Die neuartigen Neonazi-Umzüge von Reitz und Sigi Borchardt kommen im tiefsten Schwarz daher. Irritierend, die Flagge der USA. Herr Borchardt, was ist das mit der amerikanischen Flagge? Ist doch umgedreht, sehen Sie doch. Was heißt das? Amerikanische umgedrehte Flagge heißt, im Staate ist was faul, ne? Aufstand gegen Regierung, oder ist das... Ja, es ist als Notsymbol gedacht gewesen in den USA und wurde von uns natürlich dann übernommen, indem wir gesagt haben, hier, das System ist falsch und das muss umgeworfen werden und dann ändert sich die Weltordnung. Kurzer Fun-Fact am Rande, der junge Mann daneben, Siegfried Borchardt, der daneben mir läuft an der Spitze, das war ein Gastredner aus Berlin, der damals Mitbegründer der autonomen Nationalisten in Berlin gewesen ist, nämlich Sebastian Schmidtke. Der ist heute noch hoher NPD-Funktionär, ist glaube ich Organisationsleiter und glaube sogar stellvertretender Parteivorsitzender mittlerweile. Auf jeden Fall ein hohes Tier. Und der hat noch richtig Ärger gemacht. Also richtig ist, ich habe immer die Abgrenzung zur NPD gesucht und immer gesagt, okay, getrennt marschieren, Verein schlagen, aber wenn wir euch unterstützen wollen, dann muss auch für uns was vom Kuchen abfallen, weil dass ihr im Parlament sitzt und eure Parteifunktionäre durchfüttert, das bringt uns jetzt nicht viel weiter. Hab aber immer so eine Verbindung gehalten. Das war nie so eine totale Abgrenzung. Und er stellte sich auf dieser Demonstration dann als Redner hin mit einem Spruch, den er bei den Linken abgekupfert hatte. Wer hat uns verraten? Nationaldemokraten. Wer schaut zu? Die DVU. Weg mit diesem Gesindel. Wir sind die wahren Revolutionäre. Und auf dieser Veranstaltung haben auch auf meine Einladung NPD-Funktionäre gesprochen. Das gab dann richtig Trouble im Nachgang, weil die mich gefragt haben, Alter, wie kannst du sowas zulassen, wo ich auch sagte, Leute, was hätte ich machen sollen? Ich habe es mitbekommen, ich wollte es nicht noch schlimmer machen, indem ich jetzt hingelaufen wäre, ihm das Mikro weggerissen hätte. Das hätte dann Tumult mit seinen Anhängern gegeben. Aber da hat er richtig Ärger gemacht. Und wenig später, ein halbes Jahr später, nach solchen Tönen, ist er dann selber in die NPD eingetreten, war sofort Landesvorstandsmitglied in Berlin und hat sich da dann schön durchfinanzieren lassen. Ne? Also das war dann auch nicht so weit her mit den tollen revolutionären Ansprüngen, die da unternommen worden sind bei einigen. Tja, das sind immer wieder die gleichen Sachen, die wir dann so hören irgendwie. Ne? Es ähnelt sich die Sachen, die du dann erzählst, da ist auch immer keine Weiterentwicklung. Ne? Gar nicht, überhaupt nicht.
Gewaltige Neonazi-Umzüge von Reitz und Sigi Borchert kommen im tiefsten Schwarz daher. Irritierend die Flagge der USA. Herr Borchert, was ist das mit der amerikanischen Flagge? Ist doch umgedreht, sehen Sie doch. Was heißt das? Amerikanische Flagge erkennen, dann sind also die amerikanische Flagge umgedreht. Und was soll das denn bedeuten? Das ist gegen die USA. Die Anleihe bei den Linken erstreckt sich auch auf Idole wie Fidel Castro und Che Guevara. Ich muss dazu auch mal sagen, was ich immer nicht verstehe. Also du willst ja ein Statement setzen, du drehst die Flagge um und dann fragt die Presse, okay, was wollen sie damit sagen? Warum gehst du dann nicht in die Erklärung? Also warum dann so, ja, also du weißt ja, was ich meine. Also die Normalbevölkerung, Axel, wenn ich jetzt rausgehen würde hier in Lübeck und ich gehe auf die Straße und ich hänge die amerikanische Fahne um, ich würde sagen, da 9 von 10 sagen, warum haben sie die Fahne falsch rum aufgehängt? Also warum die Situation nicht nutzen und sagen, ja, wir machen das so, weil wir das, weil, warum dann so arrogant im Vorbeigehen, sehen Sie doch, die ist umgedreht, sehen Sie doch und so weiter. Man muss dazu sagen, ich kann jetzt nicht da sprechen, was sich damals Sigi Borchert da gedacht hat. Der war selber nicht sonderlich presseaffin, muss man sagen. Aber das ist jetzt die 50. Frage gewesen, die er an mich, an Worch, an alle Redner gestellt hat, warum die USA-Fahne umgedreht ist. Ja, aber es ist doch, aber das vielleicht, ist, aber das ist doch, aber das ist doch der Sinn der Demo, das doch dann natürlich zu verkaufen. Also wie dünnhäutig muss man sein? Natürlich, also, natürlich. Aber ich sage, ich kann's da auch nachvollziehen, wenn Leute sind, die eh keinen Bock auf die Presse haben und sagen, Alter, ich habe es jetzt schon 10-mal erklärt gehört, warum laberst du mich jetzt schon wieder damit an? Ich hätte es prinzipiell anders gemacht. Wenn er mich gefragt hätte, wäre ich dankbar gewesen für die Plattform und hätte da ausführlich erklärt. Ne, aber gab halt eben immer auch Leute dann wie Sigi Borchert oder auch andere, die sich auch gerne als Redner inszeniert haben, die aber mit der Presse kein Wort gesprochen haben, wie Dieter Riefling zum Beispiel. Das fand ich immer dämlich, weil ich ja immer gesagt habe, wir müssen doch froh sein, dass die Presse da ist. Wir haben keine eigene Presse, die die Menschen erreichen kann. Deswegen müssen wir schauen, dass wir unsere Parolen dann in den etablierten Medien unterbringen können. Je mehr sie uns zu Wort kommen lassen, umso besser ist das doch. Ja. Und das haben viele, viele anders gesehen. Also gerade auch dann die von mir mit großgemachten autonomen Nationalisten haben mir später dann zum Vorwurf gemacht, der Reitz redet ja mit der Lügenpresse. Oh, mit dem reden wir nicht. Ja. Wo ich immer dachte, hey, Leute, ich sage, dann brauchen wir nicht demonstrieren. Ich sage, wenn wir das nur für uns machen wollen, können wir eine Saalveranstaltung machen. Dann müssen wir keine Demonstration machen, die ja Öffentlichkeitswirksamkeit erreichen soll. Öffentlichkeitswirksamkeit erreichen wir auch nicht mit 300 Mann, die jetzt zweimal um Block rumlaufen, sondern durch die mediale Berichterstattung. Axel, ich muss dich heute ein bisschen ermahnen, und zwar in der Länge der Beiträge, vielleicht punktuell setzen. Du siehst mich ein bisschen grinsen gleich nachträglich. Also wir wollen das heute gerne in einem Rutsch schaffen. Lügenpresse auch war auch zu der Zeit schon aufgekommen, Lügenpresse, oder? Ja, natürlich, Lügenpresse und noch schärfer Judenpresse, das war ja ein Feindbild, die Presse. Ne? Aber du hattest schon den Ansatz zu sagen, ja, ich möchte Presse nutzen. Natürlich, absolut. Das war für mich ganz, ganz wichtig und habe ich auch so beigebracht bekommen von Leuten wie Worch und von Breel, die es von Kühn übernommen haben, der mit der Presse immer eng zusammengearbeitet hat, weil er wusste, damit kriegen wir Publicity. Und die Straßenkämpfermusik der 68er. Achso, eine Sache ist jetzt untergegangen. Das Kapern sozusagen auch anderer Idole, sowas wie Che Guevara, Fidel Castro haben wir jetzt gehört. Auch da gibt es ja auch neue Ansätze, ne? So gerade bei Che Guevara, dass das jetzt nicht der ultralinke, weltoffene Freund war, der gegen Kapitalismus, Imperialismus und Befreiung, sondern dass es da auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig informiert bin, aber auch antisemitische Äußerungen oder so gegeben haben soll? Oder bin ich da jetzt völlig auf dem Holzweg? Also Che Guevara war ein widerlicher Rassist und Antisemit, muss man so sagen. Aber das war bei vielen Linksextremen damals schon öfters der Fall. Und bei ihm haben wir es natürlich toll gefunden, dass er als Linker so einen Befreiungsnationalismus verfechtet hat. Ja, also er sagt, wir müssen Südamerika frei machen von den Imperialisten der USA. Wir wollen den Völkern ihr eigenes Recht wiedergeben als Nationalkommunisten. Da haben wir natürlich angeknüpft und von ihm stand ja auch der Aussage Patria e Muerte, das Vaterland oder der Tod. Das war natürlich Balsam für unsere Nationalistenseelen. Da haben wir gesagt, so, oh Mensch, der wäre einer von uns gewesen, mit dem hätten wir heute ein Bündnis eingehen können und haben es gerne übernommen, natürlich auch, um dann den Linken zu zeigen, ey, eure Idole, die passen viel besser zu uns, ne? Und Steine schärfen. Die linke Antifa steht derweil am Straßenrand und staunt.
zu diesem Zeitpunkt muss man auch mal sagen, das war ein Riesenschritt und Axel dabei ja ganz weit vorne, das war ein Riesenschritt, den Axel da auch mit ins Rollen gebracht hat, diesen Stein, ist diese Abkehr von Schneetarnhosen, Springerstiefel im weißen Schnürsenkel und so weiter. Und man hätte zu gewissen Zeitpunkten hier Rechte und Linke nicht mehr unterscheiden können. Das darf man nicht vergessen. Also das war damals für die Szene und die Bewegung war das eine Riesenentwicklung und worüber auch die sogenannte autonome linke Szene abgekotzt hat. Ne? Dass da Symbole gekapert worden, Methoden gekapert worden, Äußerlichkeiten und so weiter übernommen worden sind. Also das war damals ein Riesenschritt, ne? Nur damit man das mal festhält. Also hier hätte man links und rechts schwer auseinanderhalten können, was für die Polizei auch neu war. Für uns übrigens auch. Also bei uns hat es mitunter echt haarige Situationen gegeben, weil wir zu Treffpunkten geleitet worden von der Polizei, die nicht mehr auseinanderhalten konnte, waren es linke und rechte. Dann kam man gerade an, dann ging die Massenschlägerei los. Ne? Das war damals schon mal Alltag. Es war allerdings auch nicht wirklich was Neues, dass wir uns der Symbolik von links so bedient haben. Auch das war historische Tradition, das haben die historischen Nazis auch nicht anders gemacht. Hitler schreibt selber in Mein Kampf ausführlich, wie er kommunistische Layouts, Farben und so weiter und so fort, auch die Schalmeienkapellen später übernommen hat, weil die einfach damals populär waren, ihm Einbrüche ermöglicht haben, auch in ein ganz anderes Klientel. Und das wollte ich damals auch. Hier im beschaulichen Pulheim bei Köln, wo auch der Ministerpräsident des Landes NRW wohnt, unterhält Axel Reitz eine kleine Kommandozentrale für die fast wöchentlichen Neonazi-Aufmärsche und Versammlungen. Nachbarn weigern sich, Stellung zu nehmen oder wollen von den Aktivitäten des Neonazis von nebenan noch nichts bemerkt haben. Kannst du uns was zu diesem Ort erzählen? Also da lebe ich ja heute noch. Also da lebe ich jetzt also schon sehr, sehr lange. Ist ein kleinbürgerliches Örtchen in der Nähe von Köln, ist sehr gut bürgerlich. Und ich bin da eigentlich immer gut zurechtgekommen, weil ich auch darauf geachtet habe, der Fuchs jagt nicht vom eigenen Bau, dass da keine Graffitis, keine wilden Plakatieraktionen stattfinden und so weiter und so fort. Und habe da auch für die NPD später kandidiert, habe 1,5% der Erststimmen bekommen, was für den Westen gar nicht mal schlecht war, ja, obwohl es natürlich immer noch Popels Ergebnis war, aber ich habe da also immer auch ein sehr, sehr bürgerliches Dasein geführt. Deswegen war es auch kein Wunder, dass die Leute, wenn sie angesprochen worden, gesagt haben, keine Ahnung, was der so treibt. Das habe ich meistens immer außerhalb gemacht. Ne? Die Wände seines Apartments sind vollgespickt mit Bildern aus der Ahnenreihe des deutschen und internationalen Faschismus. Wegen antijüdischer Propaganda und Volksverhetzung muss sich Reitz demnächst in einem mehrtägigen Strafprozess verantworten. Immer wieder telefoniert er mit Anwälten. Reitz, hallo? Ja, er selbst rechnet mit einer erheblichen Gefängnisstrafe. Ja, ist klar. Seine Regale sind voll mit Nazi-Schrifttum, Hitlers Mein Kampf inklusive. Reitz will ein Nazi-Soldat sein, mit dem inneren Programm eines Märtyrers. Ich mach das nicht. Boah, ja, das ist schon so, das zu sehen, ne? Ist schon, ich weiß nicht, naja. Ist zum Glück alles weg. Das war für mich auch ein wichtiger Schritt, die ganze Nazi-Literatur und den ganzen anderen Kram alles loszuwerden. Und ja, aber damals war das mein Leben. Da gab es nichts anderes. Ne? Also das war tatsächlich, ich war Nazi und sonst nichts. Ne? Wir sehen ja auch in diesem Standbild links oben ein klassisches Bild von Adolf Hitler. Die Aufnahme ist sehr bekannt. Ja, auch die Bücher und alles. Also wenn Leute das konsumieren und sagen, sie kommen hier drauf und sagen, okay, die stellen sich das ja so vor, auch okay, man hat was nebenbei, aber du hattest, glaube ich, gar nichts mehr nebenbei. Ne? Für dich galt nur. Also ich muss sagen, ich habe das, was ich nebenbei gemacht habe. Ich bin damals auch schon gern ins Kino gegangen oder in die Oper gegangen. Das war aber immer das, was ich zurückgestellt habe, wenn jetzt irgendwas von der Szene gewesen wäre. Ich sage ja auch so richtig. Arschloch-Move war ja von mir auch, wenn Familienfeiern waren, meine Eltern hatten Geburtstag oder sonst irgendwas und ich habe irgendwo eine 50-Mann-Versammlung gehabt in Hintertupfing, bin ich auf diese Versammlung gefahren, ja. Ja, und habe meine Familie da stehen lassen. Also für mich war das alles und alles andere, was danach kam, was mich persönlich betraf, hatte dem hinten anzustehen. Ne? Irgendeinen Namen zu haben, um mich selber darzustellen, ich möchte einfach nur meinen Dienst versehen. Sie opfern sich eher auf. Weil andere es nicht tun. Das heißt auch auf Hunger. Ich meine, wenn jemand anderes etwas nicht tut, dann muss ich es tun. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass in einer gut funktionierenden, auch
politischen Soldatentum basierenden Gruppierung natürlich jemand dann da wäre, der meine Position ausfüllen könnte. Haben wir genügend Potenzial dann da. Wieso haben Sie nicht so viel Zeit dafür? Ich bin arbeitslos. Also ich bin in dem Sinne ja hauptberuflich politischer Funktionär, kann man sagen. Hauptberuflich? Arbeitslos oder? Ich bin arbeitslos, ja. Mhm. Also ich werde nicht bezahlt für meine Tätigkeit. Ich bin arbeits-, aber nicht beschäftigungslos, wie man so schön sagt. Uiuiui, ui, Axel. Wow. Aussage wird heute noch, heute, die muss ich sagen, habe ich von vielen meiner Bekannten, die aus der linken Szene ausgestiegen sind, gehört. Das wurde selbst in der linken Szene abgefeiert. Also diese kleine Sentenz von mir, arbeits-, aber nicht beschäftigungslos, das hat sich eingebrannt in die Köpfe der Leute, die es gehört haben. Also ich krieg hier nicht nur Gänsehaut, weil meine Heizung aus ist und ich hier gefühlt 5 Grad im Keller sitze. Also Axel, Sprache, Körper, also ich habe das ja ähnlich. Ich hatte nur so eine hypermännliche Körperhaltung, ne? So gedacht, ich bin der scheiß King Kong. Aber das ist ja hier, das ist ja süffisant von oben herab, also ich habe auf alles die passende Antwort. Das ist ja schon, also das zu gucken, das sind ja zwei unterschiedliche Menschen heute, oder? Ja, ich hoffe doch. Also ich neige dazu, eitel zu sein, aber ich weiß um meine Fehler heute. Aber damals sagte ich natürlich auch vom Weg so, ey, ich bin der König, ich weiß alles, ich habe den Stein der Weisen gefunden und alle anderen, die was anders sagen, sind doof. Das war meine Haltung, das war meine Attitüde, die ich damals hatte. Und ich sage ja auch, die Haupttriebfeder für mich damals in der Szene zu bleiben, war nicht die Nestwärme, die viele andere gesucht haben, die glaube auch bei dir, ja, damit die primär war. Bei mir war es der Narzissmus. Ich habe mich da ausgelebt als, boah, bin ich ein toller Typ und ich strotze jedem und ich lasse mich auch einsperren und bleib trotzdem der Schlauste. Ne? Axel, ich muss aber eins sagen und das werde ich dir sehr, sehr lange vorhalten. Ich habe mir hier schon eine kleine Notiz gemacht. Hast du wirklich gesagt, dass deine Position auch ersetzt werden könnte oder weitergeführt würde, weil genug Potenzial da ist? Hast du aber das? Was soll ich denn sagen? Hast du das wirklich gesagt? Was hätte ich denn da sagen sollen? Wenn die mich fragen und sagen, ja, sie gehen jetzt in Haft und dann bricht ja alles zusammen, konntest du natürlich nicht sagen, ja klar, wenn ich weg bin, sind ja alles Dullis unter mir. Ich habe natürlich immer gesagt, so nein, wir sind ja die kommende Volksbewegung, wir haben ganz viele tolle Kader. Ich wusste intern schon, wenn ich da nicht mehr dann ständig den Laden am Laufen halte, das Hamsterrad, dann haben die Leute was anderes vor und was Besseres zu tun, als auf Demo zu rennen oder Nazi-Artikelchen zu schreiben. Ne? Also das finde ich auf jeden Fall, ist das eine Sequenz, da werde ich auch nochmal ein kurzes Video davon schneiden, weil das ist einfach ein Klassiker. Also genug Potenzial ist da. Na gut, okay. So. Eieiei. Die Wohnung hält Reitz stets akkurat aufgeräumt. Für seine Verdienste als Kämpfer bei den Neonazis hat er abstruse Urkunden erhalten. Das ist also so, hiermit verleiht die Organisationsleitung des Kampfbundes Deutscher Sozialisten dem Kampfgefährten Axel Reitz in Gold. Was? Das? Aber das war nicht schwer zu bekommen, weil bei uns im KDS, da hat so in schlechtester DDR-Manier, hat jeder mindestens 1 bis 12 Abzeichen bekommen. Ne? Aber natürlich war ich damals ja auch Mitglied der Organisationsleitung und habe sowas natürlich auch dann stolz zur Schau getragen. Hast du das wenigstens in Gold bekommen? Ja, ich habe es in, ja, es war vergoldet, es war kein pures Gold. Ne? Schade, ne? Jetzt will er die rechte Szene radikal und trickreich. Vorläufiges. Die Unterzeichner bestätigen hiermit dem Kameraden Axel Reitz den Besitz des silbernen. Eieiei. Das war ein Gedenkemblem für Leute, die sich eingesetzt haben für das Gedenken an Michael Kühn. Das gab es auch in Gold und Silber. Ich habe es in Silber bekommen und war ich damals natürlich stolz drauf. Ja, es war Thomas Brehl. War auch einer meiner Mentoren, der Fred Eichner, war enger Mitstreiter von Kühn. Das war für mich auch dann so eine Staffelübergabe der vorangegangenen Generation, den ich ja danach eifern wollte, auch in diesem Geiste. Ne? Eieiei. Ich sag gerade eieiei, aber wir bei der Schwarzen Scharten auch Urkunden. Eich reformieren. Setzt sich momentan eine Geisteshaltung durch in unseren Zusammenhängen, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, dass wir neue Wege gehen müssen, die ausgelatschten alten Wege ein klein wenig verlassen müssen, um interessanter zu werden für andere Jugendkulturen. Weil es ist ja bisher in der Vergangenheit so gewesen, dass die einzige Jugendkultur, die wir hier beeinflusst haben, das waren die Skinheads. Und damit haben wir eine Büchse der Pandora geöffnet und damit uns natürlich auch Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile geholt, die momentan ausgewetzt werden, ausgeschartet werden.
Das sind so Äußerungen, warum Axel dann auch angegriffen worden ist, ne? Aus der Skinhead-Szene heraus, ne? Ja, ja, klar, das war für mich Szene. Ich wollte ja Szene überwinden. Hab den Leuten immer gesagt, kommt gleich auch, völlig egal, ob du lange Haare, kurze Haare, Bomberjacke, Lederjacke, Jeansjacke hast. Es zählt die Inhalte, die vertreten werden. Wir müssen von niemandem verlangen, dass er sich äußerlich anpasst, weil wir keine Sekte, keine Szene sein wollen, ne? Angehend, dass wir den Jugendlichen nicht nur sagen, von wegen, wir gehören zu euch, wir sind genauso wie ihr. Wir treten nicht nur mit Glatze und Bomberjacke auf, sondern wir können auch mit langen Haaren, wir können auch als Freunde von Tonsteine Scherben, von den Ärzten und so weiter und so fort neben euch setzen, weil darauf kommt es nicht an, es kommt auf die politischen Inhalte an. Und das sind so Äußerungen, wo viele, auch sogenannte Kameraden wie ich, gar nicht drauf konnten, ne? Also so Tonsteine Scherben, die Ärzte und so weiter, da waren viele in der neonazistischen Musikszene sehr, sehr verblendet, ne? Also gesagt haben, okay, wir müssen unter uns bleiben, wir dürfen uns gar nicht anpassen, alles Linke ist widerlich, alles Linke ist Feind. Also da gab es so auch eine Gegenkultur zu den neuen modernen Wegen vom Axel, gab es da auch eine krasse Widerstand dagegen, ne? Wir wurden auch dann so als national gepolte Zecken, als Kommunisten beschimpft. Aber auch das war Tradition. Auch da habe ich mal gesagt, ja, das ist Goebbels damals auch passiert mit seinen nationalrevolutionären Thesen. Das ist nichts, worüber wir uns aufregen müssen. Und man muss sagen, dass eben diese Wege, die ich da beschritten habe in NRW und auch danach weit darüber hinaus, sehr erfolgreich gewesen sind. Ne? Also früher war es da so, dass bei NPD-Versammlungen standen 50 verkniffene Gesichter rum. Und wo ich dann die Veranstaltung gemacht habe, kamen plötzlich 300, 400, 500, 600, 700 Leute auf die Straße, was es zuvor so nicht gegeben hat, in dem Maße und in der Intensität, dass das fast wöchentlich möglich war. Ne? Also wir sehen hier auch ein Bild von Gary Lauck, Vorsitzender der NSDAP-AO, haben wir auch schon Input zu gemacht, aber hier ein signiertes Bild, gehe ich mal davon aus, ne? Ein Grußbild. Genau. Und wir sind und bleiben Nazi dabei. Ich bin Nationalsozialist, sicherlich. Eieiei. Hier kickt aber Narzissmus jetzt aber mal hart rein. Was ich dazu sagen muss, das Bild war ein Geschenk von Thomas Brehl. Wir haben da Aufnahmen gemacht mit den Kragenspiegeln der Organisationsleitung. Und da ist natürlich auch dann stolz aufgehangen. Aber ich hätte es jetzt nur für mich selber aufgenommen und hingehängt, hätte ich auch nicht gemacht, muss ich sagen. Ja, kann man jetzt leicht behaupten, Axel. Ja, der Thomas ist tot, der kann das eigentlich nicht behaupten, ne? Einwüchsige Goebbels gehört ebenso zu Reitzens großen Vorbildern wie Adolf Hitler, der hier einen Ehrenplatz bekommt. Also das ist ja eine Kombi. Axel Reitz, Alter. Axel Reitz. Also ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, also wir werden heute nochmal telefonieren. Ja, Axel ist einer der wenigen, mit dem ich telefonieren würde. Also Axel ist da unter den Top 5. Aber was ist denn hier los, Leute? Das ist doch... Nein, Axel, jetzt lassen wir die Leute mal was bewusst, sagen. Bewusst. Ja, also das ist ja wohl... Eieieiei, da ist aber viel los auf dem Bild. Wow, also da warten wir doch mal ganz kurz, was die Leute dazu schreiben. Das ist wirklich super spannend, finde ich. Also ich weiß es auch nicht, wenn du als Kameramann da reinkommst, da war ja auch bestimmt ein Kameramann dabei, Tonmann und der Redakteur. Eieiei. Also da lachen die Leute auch, alter Falter, der orangene Hitler, ja, das ist schon so. Ja, aber ich wollte, obwohl ich ja so ein arroganter Kotzbrocken war, wollte ich ja trotzdem auch immer ein Radikaler mit guter Laune sein und konnte damals auch vortrefflich über Hitlerwitze lachen. Also ich wäre da keiner gewesen, der dann wie so Totalfanatiker gesagt hätte, oh mein Gott, man darf jetzt Hitler nicht auch mal auf die Schippe nehmen oder nicht kritisieren oder sonst was. Also da war ich schon auch, wenn es drauf ankam, saß mir auch da in der eigenen Szene der Schalk im Nacken, ne? Also ich finde ja beides schlimm auf diesem Bild, muss ich sagen. Das erste Mal, dass ich jetzt Adolf Hitler auf den Sachen schlimm finde und ich bin ja ein absoluter Klimbim-Gegner. Also für mich ist das hier sowas wie eines der schlimmsten Bilder, was man mir präsentieren kann. Ja, dann wirst du dich über dein diesjähriges Geburtstagsgeschenk sicherlich nicht freuen. Ja, dann schade, dass du da keine Zeit hast, Axel. Und dies, obwohl der Führer genau den Mann hat umbringen lassen, der für Reitz ein noch größeres Vorbild ist. Der Chef der SA-Horden bis 1934, Ernst Röhm.
Ich denke mal im Endeffekt, ein politischer Mord im Endeffekt nach den Voraussetzungen, dass ich davon ausgehe, bevor es mich erwischt oder zumindest dann ein Schaden für die Nation entstehen kann, muss ich die persönlichen Befindlichkeiten natürlich dann zurücknehmen und in dem Sinne natürlich auch dann einschreiten. Ob man das als Mord bezeichnet, der Störfaktor muss beseitigt werden. Wenn ich einen Putschisten habe, jemand hoch einen Landesverrat begeht, ist es nur einmal so, dass der dafür gerichtet wird. Ist das so, Axel, es ist noch nie so richtig durchgeklungen, finde ich, wir machen ja das schon sehr lange zusammen. War Ernst Röhm für dich dann doch so die schillerndste Figur oder die wegweisendste Figur? Ich sag ja, der Schran hat auch immer gerne so geschrieben, dass er eine tolle Story hatte. Ich habe ja da auch gesagt, wenn Hitler davon ausging, dass der Putsch begeht, war es richtig, ihn erschießen zu lassen. Ja, das war ja so, ich konnte ja den Führer nicht als Mörder dastehen lassen, der stand natürlich über allem. Ne, aber natürlich war ich auch ein großer Ernst-Röhm-Anhänger aus mehreren Gründen. Zum einen, weil er eben ja auch dann einer der Sinnbilder war für das politische Soldatentum, der SA im revolutionären Geist. Er wollte eine zweite Revolution gegen die konservative Rechte. Das war auch so mein Impuls immer. Ich sage, wir sind keine Konservativen, wir sind keine Rechten, wir sind Revolutionäre, wir müssen die Sozialisten vereinen und nicht irgendwie eine rechte Einheitsfront bilden. Und da hat er sich natürlich dann als Vorbild sehr, sehr gut auch dann geeignet, natürlich. Seit Reitz die Neonazi-Demonstrationen im Pott organisiert, gerät die Polizei häufig in eine missliche Lage. Da sich die rechten Demonstranten akribisch an sämtliche Auflagen halten, muss die Polizei im Konfliktfall all jene bekämpfen, die die braun-schwarze Gruppierung aufhalten wollen. Die Neonazis dagegen bleiben strafrechtlich meist sauber. Die Polizei hat es aufgegeben, die Aufmärsche zu verbieten. Juristische Anträge scheitern in der Regel vor den Gerichten. Bürger, die persönlich die Hitlerzeit miterlebt haben, bringt das in Rage. Hat doch früher genauso angefangen mit diesen Gehirnlosen. Wie stark die sind, die Osten. Das war doch schon immer so. Gucken Sie mal im Osten, wie stark die sind. Da haben die aufgemessen. Ja, aber gucken Sie sich doch mal an, das sind alles junge Leute. Ja, immer dieses Megafon, wenn ich das so höre, das macht richtig was mit mir, dass ich sage, so, macht die Straße frei für die deutsche Jugend, ne? Dann das Megafon, das Trillerpfeifen und was eben Polizei. Was macht das mit dir, Axel, wenn du, also ich sag mal so, ich habe keine 2% von Demonstrationen gemacht, die Axel gemacht hat. Ich glaube, also weiß ich nicht. Kannst du mal eine Zahl rauswerfen? Wie viele Demonstrationen hast du gemacht? Oder teilgenommen? Also teilgenommen bestimmt schon so über 100 auf jeden Fall. Nein, und selber. Da habe ich vielleicht 10% gemacht oder 15%. Also selber veranstaltet, bestimmt auch so die Hälfte selber veranstaltet, kommt schon hin. Also wahrscheinlich so teilgenommen in den Jahren vielleicht so 100, 120, 150 und veranstaltet bestimmt 30, 40, ne? Okay, ich muss kurz laufen lassen und dann muss ich noch mal ganz kurz zu den Handwerkern, damit ich wieder warm Wasser habe. Ich bin dann wieder nur 2-3 Minuten weg. Axel wird dann natürlich hier das übernehmen. Ich hoffe, wenn ich zurückkomme, dass ich dann noch Teil des Kanals bin. Eben, so. Deswegen, die haben ja auch ganz klar gefährliche junge Leute. Das kann ich nicht verstehen. Wenn wir nichts machen, gehen wir nämlich baden. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte mich nicht mit denen schlagen und auch nicht auf eine Stufe stellen. Reitz, ein Nachzüglerkind gut bürgerlicher Eltern, führt uns zu Kölner Anhängern, die seinem Bild vom modernen Nazi entsprechen. Es sind Gymnasiasten und Auszubildende, allesamt Verehrer von Diktatoren. Magst du dazu einen Input geben, Gymnasiasten, Auszubildende? Axel, ich würde dir das mal kurz 2-3 Minuten übergeben, ja? Alles klar, also das war... Bis gleich, Philipp, viel Spaß! Also ja, also mir war es auch mal sehr wichtig dann, obwohl ich ja selber das Paradebeispiel dafür war, als jemand, der keine Ausbildung gemacht hat, der wirklich kleineren Jobs von der Hand in den Mund leben musste, bis ich dann irgendwann nach meinem Haftentlassung im Jahr 2008 auch keinen Job mehr bekommen habe, weil ich halt so extremistisch prominent war und dann Hartz IV beziehen müsste, war es mir trotzdem wichtig, wenn Leute vor der Kamera saßen oder man so das Bild vermittelt hat, wie man sich dann so seine Aktivisten vorstellt, zu zeigen, das sind nicht irgendwelche Assis, das sind nicht irgendwelche Leute, die keinen Job finden, sondern das sind in Anführungsstrichen normale
Das sind welche, die nicht auf den Kopf gefallen sind, nicht auf den Mund gefallen sind, die einen Job haben, die eine Ausbildung haben. Und das war schon ja ziemlich schizophren, muss man sagen. Ja, weil wenn man selber sowas dann darstellen will und es selber nicht gepackt hat, und ich später, muss ich ehrlich sagen, auch gar nicht mehr packen wollte. Ja, da bin ich so aufgegangen auch in meinem Dasein als Revoluzzer, als Beruf Neonazi, dass ich da gar keinen Gedanken dran verschwendet hätte, mal zu sagen, okay, mach jetzt mal Abendschule oder studier doch nochmal oder such dir mal irgendeinen Job, dass du halt dann auch ein vernünftiges Leben dir aufbauen kannst mit vernünftigen Finanzen, Grundlagen, dass du nicht immer abhängig bist von dem, was gerade reinkommt oder tatsächlich dann vom Staat, den du eigentlich bekämpfst, den du abschaffen willst. Das war schon ja ziemliche Assi-Nummer von mir. Ja, aber trotzdem habe ich das selber nicht in Frage gestellt und habe das selber ausgeblendet und habe dann aber instinktiv gewusst, okay, du kannst jetzt auch nicht unbedingt nur Leute vor die Kamera setzen, die dann genauso sind wie du, die auch nichts im Leben zustande kriegen, sondern da wollte ich auch zeigen von wegen, ja, guckt euch mal an, was immer heißt, das sind nur die Abgehängten, das sind immer nur die Vollhonks, das sind immer die, die sowieso nichts zu verlieren haben, die sich bei dir einfinden, war es mir schon wichtig, ein Gegenbild zu zeichnen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich heute auch immer gerne in meinen Vorträgen Leuten erwähne und sage, ich so, glaubt nicht, dass Extremismus und auch Rechtsextremismus ein Problem nur der Abgehängten wäre, der Leute wäre, die Probleme in ihrem Leben haben, die irgendwie zu kurz gekommen sind, die keine Perspektive vermittelt bekommen. Das spielt auch eine gewichtige Rolle, gerade auch im Osten der Republik, wo eben viele Menschen ohne Zukunftsperspektiven sich dann von Rattenfängern, wie ich einer gewesen bin, dann einlullen lassen und auf extremistische Pfade führen lassen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele gut situierte und intelligente Menschen, die auch nicht davor gefeit sind, ja, in den Extremismus abzudriften und extremistischen Narrativen zu folgen. Das haben wir jetzt auch ganz stark gesehen während der Corona-Proteste, wo wirklich Hallo, auch Axel. Leute... Da bist du wieder. Ja, ja. Also ich habe gerade mal kurz, ganz kurz ausgeführt, ja, wie schizophren es eigentlich war, dass ich da als totaler Vollassi ohne Arbeit, ohne Perspektive dann den Impuls hatte zu zeigen, hey, die Szene besteht ja nicht nur aus Leuten, wie ich eigentlich einer bin. Ne? Das Ding ist halt, dass das, was du auch bis heute kannst, du eine unglaubliche Rede gewandelt hast, ein ungemeines Wissen und natürlich auch Charisma hast. Das kann man einfach so auch mal in den Raum stellen. Und dann geht das ja natürlich auch nicht nur über den Bildungsabschluss, den man hat. Ne? Aber du warst natürlich schon wegweisend, das zu sehen, auch okay, wir müssen diverser werden und wir brauchen auch andere Typen als einfach Skinheads und Hooligans, ne? Ja, mir war natürlich auch vollkommen klar, wenn man sich da vor die Kamera setzt, ja, und dann nur Leute zeigt, die ja völlig abgehangen sind, die keine Perspektive haben, die keinen Job haben, die keine Ausbildung haben, ist nicht unbedingt das beste Propaganda-Vehikel, um sich dann als die kommende Generation darzustellen, ne? Ich will mich auch nochmal zwischendurch bedanken bei 815 Zuschauern, gemeinsam bei Twitch und YouTube. Dankeschön, dass ihr mit uns den Freitagvormittag verbringt. Der politische Mord ist für Sie wie für Lehrmeister Reitz notwendiger Teil eines angestrebten Gewaltszenarios, das zum Umsturz führen soll. Leute, weitet eure Augen. Das wird irgendwann einmal alles uns gehören. Wir sympathisieren zum Beispiel auch für andere Führer wie Saddam Hussein oder wie die gelebt haben, das Regime. Sowas. In der Art. Er war ein erfolgreicher Diktator. In einer Diktatur lebt sich besser als in einer Demokratie. Und was sind diese? Und was haben Sie gegen die Demokratie? Also was, warum ist sie schlecht in Ihren Augen? Ja, ich meine, das sieht man ja wohl an jeder Ecke hier, ne? Ja, es gibt genug Abschaum, der hier rumläuft. Also muss ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, glaube ich. Ja. Wissen, was ich meine? Nee, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, anders kulturelle Leute hier, andere Kulturen, das ist zu viel einfach, ja. Das. Ja, Ausländerbanden sitzen irgendwo rum und wenn man dann da vorbeigeht, wird man angepöbelt. Oder verprügelt. Vor allem in der Schule und man hat da einfach keinen Schutz. Und dann sucht man sich halt so einen Schutz. Und auch in irgendwie in der Öffentlichkeit. Ob im Bus, in der Bahn. Gelten. Da kommen die dann mit teils mit Waffen an und drohen einem die Finger abzuschneiden oder schlagen dann zusammen. Ja, das sind so Dinge, ne? Da ist ja viel drin einfach, ne? Demokratie schlecht, in der Diktatur lebt man gut, Saddam Hussein, man fährt in der Bahn, Finger werden abgeschnitten und so weiter. Da ist natürlich alles drin, was ja, so ein Cocktail, der, wo Presse einfach auch nachlechzt, ne? Na klar, aber auch das, wo ich ja auch nachgelächzt habe als Propagandist, das waren ja genau die Punkte, die von mir dann auch angesprochen worden sind den Leuten gegenüber. Na, wie er sagte, wir suchen Schutz,
dass man sagte, wir als Deutsche, wir werden von der Regierung, von der Demokratie verraten und verkauft, die wollen uns auslöschen lassen, die anderen, die bekommen die Rechte, uns werden sie genommen, da muss doch was gegen getan werden. Und schaut euch mal an, in einer Diktatur, die fürs Volk da ist, ist doch viel besser, ist doch nichts Schlechtes. Bla, 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 rababa, rababa. Das waren natürlich aber auch genau die Dinge, die von mir dann bedient worden sind, wo man bei den Leuten gemerkt hat, okay, die haben folgende schlechte Erfahrungen gemacht, die haben vielleicht tatsächlich mal in der Schule von ausländischen Mitbürgern ein paar verpasst bekommen. Das hat man dann ausgeschlachtet. Ne? Immer mehr drängt es Reitz mit seinen Demonstrationen in die Nähe der Migrantenghettos, wo Integration misslang. Und verunsicherte Deutsche sich von der großen Politik verraten fühlen. Sein Verbündeter dabei, ein ehemaliger Notariatsangestellter, der es juristisch durchfocht, den Neonazis neuen Raum auf der Straße zu verschaffen. Ich begrüße aus Hamburg unseren Kameraden Christian Borch. Borch ist offenbar zuversichtlich, die juristischen Spielräume der Neonazis weiter auszubauen. Tja, da, selbst da ist es ja schon ein trauriges Häufchen. Es tut mir leid, ich will jetzt gar nicht so menschlich sagen, der Christian muss mir das nachsehen, weil wir ihn ja trotzdem noch als Mensch sehen, ne? Auch wenn die Ideologie da bei ihm menschenverachtend ist. Aber das ist da schon traurig und jetzt der Wandel nochmal. Das sind dann noch die Zeiten, die vielleicht geguckt werden. Guck mal, was ich damals für ein Hengst war, oder? Ja, ist ja so. Also heute ist er völlig abgewirtschaftet, wie die ganze Szene zum Glück völlig abgewirtschaftet ist. Ja, also wir sehen ja heute, das war damals so eine Veranstaltung, die hatte 4 Wochen Vorlaufzeit, da kamen 300-400 Leute zusammen. Heute kann die Szene ein Jahr lang mobilisieren und kriegt das nicht mehr auf die Kette, selbst in Hochburgen wie Dortmund nicht mehr. Ist ein gutes Zeichen, ja, darf keine Entwarnung geben. Es gibt andere rechtsextreme Felder, die erstarkt sind, aber dieser klassische, fanatisierte, neonazistische, rassistische Milieus, aus denen wir entstammen, die haben tatsächlich abgewirtschaftet, muss man zum Glück sagen. Gestern, Kameradinnen und Kameraden, war ich beim Postamt, habe einen Expressbrief aufgegeben, der nach Karlsruhe gegangen ist. Eine Verfassungsbeschwerde, die durch Ausschöpfung des Rechtsweges endlich möglich geworden ist. Gegen die Durchsuchungen, die vor unseren Demonstrationen immer mit uns stattfinden, von denen das Oberverwaltungsgericht in Münster meint, dass sie zulässig seien. Da wollen wir mal hören, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Boah, holt mich auch nicht ab, ne? Also, er hat auch da nicht wirklich Leute abgeholt. Das war zu abstrakt. Das war vor allem so, ich verlasse mich auf ein Instrument des doch eigentlich verhassten Systems. Aber das war Christian Borchs Welt. Man muss ihm da auch sagen, er hat sein Ding immer durchgezogen. Er war mit Leib und Seele Jurist und hat natürlich viele rechtliche Freiräume der Szene auch erkämpft. Und da hat man ihn einfach so genommen, wie er war, weil man ihn damals auch schon nicht unbedingt geliebt oder als Führer angesehen hat, sondern weil man einfach wusste, okay, der Mann, der macht was für uns. Ne? Nazis raus! Nazis raus! Vor allem Alt-68er stellen sich an diesem Tag den Neonazis in den Weg. Für einige Anwohner ist das alles überzogenes Spektakel. Ja, wenn man sieht, was hier für ein Theater veranstaltet wird für so ein paar Leute, das ist sicher nicht zu fassen. Wissen Sie überhaupt, was diese Nazi-Gruppe jetzt da irgendwie möchte? Nee, interessiert mich eigentlich im Moment auch nicht. Das ist unfassbar sowas. Auch aufgrund polizeilicher Maßnahmen gegen Demonstranten von links nimmt die Bereitschaft zum Widerstand gegen rechts auf der Straße ab. Neonazi-Führer Reitz nutzt die Gelegenheit, die von der Polizei eingekesselten Linken zu verhöhnen und ihre Niederlage als eigenen Erfolg zu bezeichnen. Sonst seien doch Neonazis die Opfer staatlicher Willkür. Wieder würde es sofort nach einem solchen Vorfall, dass kriminelle Steineschmeißer ein paar Stunden eingekesselt worden sind und deswegen nicht auf die Toilette dürfen, einen Aufschrei der sogenannten Anständigen geben. Einen Aufschrei jener Anständigen, die nichts anderes sind als Unanständige, als Asoziale, als Volksverderber. Axel zeigt uns gerade den Mittelfinger. Ich habe das Bild irgendwie komischerweise so angehalten. Es tut mir leid, Axel. Das war wirklich unbewusst. Ja, aber
Passt. Würde ich mir jetzt auch zeigen. Ja, magst du uns kurz nochmal. Das war schon. Da warst du dein Element, oder? Ich war schon ein bisschen heiser. Es war eine schlechte Anlage, die ich da hatte, aber das war mein Element. Ich war da halt immer auch ein Hetzredner, habe auch immer klar die Feindbilder adressiert. Und das ist natürlich auch dann die eigene Märtyrerbildung gewesen, dass wir sagten, okay, wir haben schon erlebt, dass wir zusammengeknüppelt worden sind von der Polizei. Wir werden ständig durchsucht. Denen passiert das nicht. Die begehen hier Straftaten, setzen sich hin, machen eine Blockade, greifen teilweise Polizeibeamte an und werden dann als die armen Opfer dargestellt. Das war damals das, was ich den Leuten auch dann da mitgegeben habe. Ne? Nach dem Motto, das sind eigentlich keine Opfer, wir sind die richtigen Opfer, die sollen die Rumheulerei sein lassen und was wollen die eigentlich? Nicht weit entfernt vom Ort der Demonstration. Die Gegend rund um den Kirchturm von Meiderich-Mitte. Armut und Zuwanderung haben das öffentliche Leben hier optisch verändert. Allerdings nicht so stark wie in manch anderen Stadtvierteln. Strukturwandel und schleichende Ghettoisierung hinterlassen aber auch hier ihre Spuren. Gegen Alkoholiker, Skins und Neonazis hat der Pfarrer jetzt einen Zaun errichten lassen. Da, diesen herum. Den ganzen Zaun haben Sie gegen die Nazis gemacht? Nein, auch gegen Vandalismus, Aggressionen, Parolen. Da steht zum Beispiel, stand mal Satan lebt oder ihr seid alle schwul, stand da und da waren Hakenkreuze. Ja. Nur zu Gottesdiensten werden die Tore des Platzes noch geöffnet. Im Moment sind Skinheads, Nazis und Gabberglatzen von hier verschwunden. Es war denn unheimlich, wenn da so plötzlich solche Sachen wieder hochkommen. Deutschland den Deutschen und nur Deutschland den Deutschen. Haben Sie das schon mal zum Gegenstand auch eine Predigt gemacht oder so? Wir haben im Pfarrgemeinderat heftig diskutiert, weil der Zaun natürlich unbeliebt war. Mhm. Und das ist dann so, wir machen eine Festung. Aber ja, wenn man aber die Argumente dann abwägt, glaube ich, war es okay so. Sie fühlen sich jetzt sicherer? Etwas sicherer, ja. Okay. Und wir haben die Kirche jeden Tag eine Stunde auf, dann müssen aber immer mit Bewachung. Ja, die Situation kann man sich teilweise, das zeigt teilweise auch, was Anfang der 2000er und besonders auch in den 90ern natürlich waren, dieses Zusammenhorden an öffentlichen Plätzen, ja, so eine Art schon Hoheit zeigen, ne? Hier sind wir, hier treffen wir uns, da haben wir uns überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben immer gesagt, wo wir sind, da sind wir dann auch Boss. Ne? Und dann wurden so eine Plätze auch gekapert. Also das haben wir auch hier oben im Norden gemacht, das war gang und gäbe. Und kann man sich heute schwer vorstellen. Ne? Heute denkt man immer so eher an Trinkermilieu, das sich da so trifft. Ja, aber ja, wohl, ich muss dazu sagen, ich habe es im Ruhrgebiet ja selber auch hautnah miterlebt, weil ich da viel unterwegs war. Es galt auch viel dann immer als Neonazi oder rechtsextreme Zusammenrottung, wenn da wirklich einfach nur ein paar Assis gesessen haben, die provozieren wollten. Ja? Also da saßen mitunter dann wirklich irgendwelche Junkies und irgendwelche Trinker, die dann auch da rumgepöbelt haben, die einfach provozieren wollten. Ja? Und die haben nie irgendwie Verbindung zu uns als Szene gehabt. Die sind nie auf Veranstaltungen gewesen, wurden aber trotzdem dann so dargestellt, da sitzt jetzt ein Neonazi-Häuflein. Also mir ist nicht bekannt, dass von den gefestigten Strukturen, die politisch aktiv waren, dass da sich Leute hingesessen hätten. Das muss man jetzt mal ganz blöd sagen, wäre auch in Duisburg und anderen Stadtteilen, hätte da sehr schnell sehr böse ausgehen können, weil da gab es ganz andere Gruppen noch von Jugendlichen und von Strukturen, die die Plätze dominiert haben, die da keinen Bock drauf gehabt hätten, wenn da wirklich organisierte Neonazis gesagt hätten, das ist jetzt unser Platz, unser Stadtteil und das hat es vereinzelt gegeben. Aber das war nicht so das Problem, wie es im Osten der Fall war. Nur knapp 500 Meter entfernt von der Kirche. An dieser Straßenecke residiert öffentlich der NPD-Chef von Duisburg, Frank Theissen. Häufig assistiert von Teilen seines Familienclans und Parteimitgliedern. Mit dem türkischen Dönerbudenbesitzer gegenüber hält Theissen allenfalls Blickkontakt. Bei der letzten Wahl erreichte Theissens NPD hier mit 4,4% der Stimmen den zweithöchsten Wert von ganz NRW. Mit den Neonazi-Vandalen und Skinheads vom Kirchplatz will Theissen nichts zu tun haben. Die Machtdemonstration hält türkische Passanten und andere Ausländer in aller Regel fern. Das freut den Clan der NPD-Anhänger.
Die hatten auch einen Laden, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube eine Kneipe oder ein Kiosk oder irgendwas, was die hatten. Also ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Also der Frank Tyson ist damals auch regelmäßiger Gast auf meinen Veranstaltungen gewesen. Der war auch KDS-Mitglied. Aber ich habe nie viel mit dem zu tun gehabt. Und dass die jetzt für die Presse dann auch da Leute hinbestellen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jeden Tag da mit 10 Leuten bei sich da vor der Tür stand, im Hemdchen und eine Machtdemonstration abgegeben hat. Der ist also in seinem Viertel recht integriert gewesen. Ja, und wenn wir jetzt hier von einer Machtdemonstration sprechen, also da sage ich mal so, also da würde ich heute noch locker durchgehen und sagen, moin Leute, ahoi von der Küste und Mensch, ja. Wenn einer von euch sich verändern möchte, dann darf er das gerne tun. Also das ist natürlich jetzt auch journalistisch ein bisschen aufgebauscht, ne? Muss man auch mal sagen. Der Spahn hat halt immer auch so ein gewisses Bild zeichnen wollen, kann ich auch verstehen von seiner Sicht als Journalist aus, aber man muss da vieles auch mal kritisch hinterfragen, was also, da so da ist. Also hier schreibt gerade jemand, wo ist er denn hin? Sven Lorbeck, Kindheitserinnerungen werden wach, an dem Kiosk habe ich Omas Zeitung geholt. Ah, ein Kiosk, okay. Wir zeigen Präsenz. Ja? Ja, warum? Klar, wenn zeigen, andere zeigen Präsenz, wir zeigen Präsenz. Weiß ich, das ist hier ein großer Machtkampf, sag ich mal, in Meiderich. Weil entweder wir werden unterdrückt oder die werden unterdrückt, also Gleichgerechtigkeit gibt es hier nicht mehr. Gerade hier in dem Stadtteil finde ich so. Sonst geht also das. Es geht immer auch darum, hier zu zeigen, wer der Platz hier ist. Ja, genau. Ja? Ja, wirklich. Ist wirklich so. Der Stärkste überlebt hier. Mehrmals schon hat die Polizei Platzverbote ausgesprochen. Erfolglos. Für den Platzhalter ist es pure Selbstverständlichkeit, hier jeden Tag zu stehen. Der muss aber. Ist das nicht auch so ein bisschen Flagge zeigen? Also, erstmal eine ganz. Eieiei, Axel, also ich hoffe, da kommen wir in unserem Leben nicht mehr hin. Aber gut, wir wollen nicht auf Äußerlichkeiten gehen. Aber hier immer zu sagen, ich bin hier der Platzhirsch und hier immer zu stehen, also da musst du schon sehr, sehr wenig zu tun haben in deinem Leben, oder? Aber auch die Relation mal zu sehen, so, ne? Ganz ehrlich, selbst wenn der da wohnt und mit seinen 3 Kindern und 2 Parteigängern steht, Alter, wen kratzt denn das? Wen interessiert denn das? Wie du schon gesagt hast, ja, dann gehe ich durch und sagst so, ja, schönen Tag und weg. Also keine Sau interessiert sich für einen Frank Tyson, der mit seinen Leuten da meint, von wegen, ich stelle jetzt hier eine Machtdemonstration auf die Beine. Ist ja schon vom Anspruch her völlig lächerlich. Ne? Nein, wir sind da oder so? Ich brauche keine Flagge zeigen, nee. Habe ich nicht nötig, nein. Nein, das wäre letzte, was ich machen würde. Ne? Aber wenn man dann mal vor der Haustür gehen darf, dann ist das traurig. In Untermeiderich, ein paar Straßenecken weiter. Nicht nur bei Regenwetter ist die Straße meist menschenleer. Als ob sich die Scham über den Niedergang des Stadtteils verbergen würde hinter den Mauern der Wohnhäuser. Aggressive Musik ist zu hören. Das ist doch Hardstyle oder was ist das? Oder keine Ahnung. Aggressive Musik ist zu hören. Also ein paar Dinge der Doku, muss man jetzt auch mal sagen, ist schon hart. Jotun, Dankeschön. Wir hatten auch eine Frage gerade, die ich kurz beantworte. Wo war es einfacher, Anhänger zu finden? Eher im Osten oder im Westen? Muss man sagen, einfach im Osten. War es einfach? Und welche Altersgruppen waren die so die meisten Anhänger? Würde ich schon sagen, zwischen 16 und 25, ne? Auch heute noch so, Rechtsextremismus ist vor allem die Jugendbewegung, ne? Pando, Dankeschön. Dankeschön für das Bier, Dankeschön. Also, ja, jetzt hören wir hier Hardstyle und das ist ja, Gabba ist das. Der große Spielplatz des Stadtteils. Okkupiert von einer Gang rechter und rechtsgerichteter Jugendlicher. Tag ein, Tag aus beschallen sie mit ihrem Ghetto-Blaster die ganze Umgebung. Niemand kümmert sich um die Verlorenen. Einer hat einen 1-Euro-Job, viele schlafen mal hier, mal da. Fast alle konsumieren Drogen. Die ganze Gegend hat Mike, der Anführer, zum türkenfreien Block erklärt. Unser Block, hier meckert keiner. Heißt das, ihr habt jetzt hier die Straße aus? Ja, Herr Schläger. Der einen gehört der Viertel, der anderen dort. Gib mal schon Prügeleien. Schlägereien. Und wer sind eure Gegner? Die sich mit uns anlegen. Der Machtanspruch der Clique führte unlängst zur Explosion der Gewalt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags, weil ein linker Punk von Gruppenmitgliedern erheblich verletzt wurde. An genau so einem Abhängertag wie heute. Eltern, die finden das okay. Ja, muss man jetzt auch mal sagen, das ist jetzt so nicht, das kann man nicht zur klassischen rechten, rechtsextremen Szene oder so zählen. Das ist so,
ganz ehrlich, Assis, die dann Phrasen dreschen, um zu provozieren oder Feindbilder aufzumachen. Aber wir haben damals uns auch darüber kaputt gelacht, dass die quasi dann so als unser Klientel dargestellt wurden. Also solche Leute hätten bei uns auch kein Standing gehabt damals. Ja, wenn die gekommen wären und gesagt hätten, komm, wir nehmen Drogen oder wir hängen da im Stadtpark ab oder sonst was, hätte gesagt, wegen hier, komm, weg, verzieh dich. Ne? Also das wäre auch nichts gewesen, wo wir jetzt die Fühler nach ausgestreckt hätten als organisierte Rechtsextremisten. Also hätten wir auch drauf herabgeguckt. Also auch wir als Kameradschaft oder so hatten mit sowas gar nichts zu tun, auch so mit Gabbas oder sonst was. Ich weiß, ja, es gibt linke Gabbas, rechte Gabbas und so weiter, aber spielte nie, würde ich sagen, oder kann man das so sagen, spielte nie eine Rolle im Rechtsextremismus, oder? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Sag halt. Und gibt es sonst keine Treffpunkte, Jugendzentrum? Nicht wirklich. Haben nur die ganzen Türken übernommen. Ja. Bitte? Haben die ganzen Türken übernommen. Das Jugendzentrum? Ja. Oder Internetcafé. Also die überrennen uns, ja. Also ich habe nichts gegen Türken. Ich habe selber einen Türken in der Familie. Aber die kommen, wenn einen Stress hat, hat man direkt mit allen. Das ist asozial. Ja, was ist los, Alter? Ich rede offen. Was läuft schief? Ah. Ich dachte, weil man den Alltag so schief laufen tut. Wohnung, Schulden, Bezahlung, Arbeit. Alles kotzen. Die Nachbarstadtteile Bruckhausen und Marxloh, die Armenhäuser von Duisburg, Industriebrache, Ruinen. Und Straßenzüge, die teilweise bis zu 80-90% von Türken und anderen Migranten bewohnt sind. So wie dort, sagen die Jugendlichen aus Meiderich, soll es bei ihnen nicht eines Tages aussehen. Dabei beziehen sie gerade aus Marxloh ihre Drogen. Axel Reitz auf dem... Ja, ist halt, man muss es auch sagen, dass auch staatlicherseits diese Ghettoisierung, ja, dass da keine Einhalt geboten wurde und so weiter, da muss man auch sagen, dass... Und muss man ehrlich sagen, wir haben uns lange Zeit nicht als Einwanderungsland begriffen und haben lange Zeit auch zu wenig verlangt an Integration. Ja? Wir sehen es hier in Köln auch, da sind ja sehr viele türkischstämmige Mitbürger, die bei Ford arbeiten und die mitunter in der dritten Generation in einigen ghettoisierten Vierteln immer noch kein Deutsch sprechen, obwohl die hier geboren sind. Und das ist eine Sache, die geht nicht, ja, weil auch Sprache Schlüssel zur Integration ist. Hätte viel früher verlangt werden müssen, dass man sagt, okay, ihr bekommt die Möglichkeit, euch zu integrieren. Wir wollen aber auch, dass ihr euch integriert und verlangen das von euch. Im Weg zur Polizei, um neue Demonstrationen anzumelden. Heute mal in Köln. Tags zuvor hat er eine Demo in Duisburg-Marxloh beantragt, weil dort eine Großmoschee errichtet werden soll. Dagegen wollen er und Mitstreiter Paul Breuer besonders den Unmut schüren. Und gegen Multikulti insgesamt. Auch wenn sie dabei vor Ort womöglich eingekesselt würden. Das ist genau das, was wir eigentlich möchten. Dass alle staatlichen Kräfte gegen uns sind. Dass wir uns als einzige Alternative zu diesem Staat öffentlich präsentieren. Magst du auch einen Input zu Paul Breuer geben? Ja, also Paul Breuer war ein enger Mitstreiter von mir. Der ist jetzt vor ein paar Jahren verstorben und war bis zu seinem Tode überzeugter Neonazi. Also hat auch mich dann als Verräter bezeichnet, mir den Tod gewünscht, auf einer Demo auch gesagt. Nach der Machtergreifung wird er einer der Ersten sein, der Beifall klatscht, wenn ich vom Baum hänge. Und das hat sich dann natürlich zerschlagen, weil er den Absprung nicht geschafft hat. Aber als ich noch in der Szene war, war er quasi so meine rechte Hand, kann man sagen. Das ist genau das, was wir möchten. Darüber, wie Migrantenviertel wohl aussehen würden, wenn Staat, Polizei und Gesellschaft die beiden Rassisten ungehindert agieren ließen, darüber spricht Axel Reitz besonders gerne. Wenn ich jetzt das Staatssystem auf meiner Seite hätte, bin ich der festen Überzeugung, dass ohne weiteres möglich wäre, auf einem langfristigen Programm aufbauend, mit humanen Methoden, aber relativ zügig die dort lebenden fremdländischen Einwohner zurückzuführen in ihre Heimatländer. Also das ist so eine ethnische Säuberung? Keine ethnische Säuberung, das würde ich nicht sagen. Das würde ich die Überfremdung eindämmen. Also Sie sind also da so konsequent rassistisch, dass Sie sagen, mich interessiert das gar nicht, ob es da gute Ausländer gibt. Schlechte Ausländer, Kriminelle oder nicht Kriminelle? Erst einmal eine Frage des Machbaren, wie gesagt. Es ist natürlich dann schwer, eine Grenze zu ziehen und dann zu sagen, von wegen... Eine Fantasie im Kopf haben. Eine Fantasie im Kopf ist an Deutschland, des deutschen Volkes und an Europa der weißen Rasse. Könntest du auch ein Vordenker der identitären Bewegung so gewesen sein, ne? Humanitäre Rückführung, ne? Also einer, den wir auch gleich noch sehen, meiner engsten Mitstreiter, hat damals schon eine Seite betrieben namens Zentropa.
wo vieles, vieles vorweggenommen worden ist, was die Identitären damals dann später auch gebracht haben. Eine der Keimzellen in Deutschland der Identitären war die Kontrakultur Halle, die zu meiner Zeit als Neonazi meinem Twitter-Account folgte und sehr viel von dem, was ich da losgelassen habe, dann auch retweetet hatte. Ne? Also da waren schon damals Einflüsse von mir auf Leute, die später in diesem Milieu aktiv worden sind, durchaus vorhanden. Allerdings nicht so stark und nicht so ideologisch ausgeprägt, wie es dann später der Fall war. Ne? Reitz ist Führungskader des KDS, des Kampfbundes Deutscher Sozialisten, einer Organisation, die sich auch optisch gerne in der Tradition der NSDAP sieht. Vom hessischen Langen aus versucht die Gruppierung, am Antiparlamentarismus der SA anzuknüpfen. Zugleich soll durch Bündnisse mit Arabern, wie vor einiger Zeit mit Saddam Hussein, der Kampf gegen die USA und das Judentum vorangebracht werden. Wir glauben auf dieser Erde allein an Adolf Hitler. Wir glauben, dass der Nationalsozialismus der allein selig machende Glaube ist, für unser Volk ist. Wir glauben, dass es einen Herrgott im Himmel gibt, der uns geschaffen hat, der uns führt, der uns lenkt und der uns sichtbar segnet. Und wir glauben, dass dieser Herrgott uns Adolf Hitler gesandt hat, damit Deutschland für alle Ewigkeit ein Fundament werde. Heil Hitler. Oh, Axel, das habe ich ja von dir nicht. War nicht von mir. Das ist ein Zitat von Robert Ley, was ich da vorgelesen habe. Ich wollte gerade sagen, das entspricht ja gar nicht deiner. Was er vorher, das war eine Hitler-Geburtstagsfeier. Ich habe da eine Rede gehalten und mit diesem Zitat von Robert Ley dann geschlossen. Ist auch von mir gesagt worden, es ist ein Zitat von Robert Ley, das hat er nur weggeschnitten, weil das natürlich jetzt dann so aussah, als wenn ich da so pseudo-religiös... Okay, ist trotzdem Zitat, du hast es trotzdem als Zitat gewählt, ne? Und dann spricht ja eigentlich nicht deine Auffassung. Hitler religiös zu verklären, das habe ich dann schon auch gemacht. Ne? Ich meine, das hat einfach schön pathetisch dazu gepasst bei der. Okay, das ist was ganz Neues. Also, das habe ich von dir in dem Zusammenhang so noch nie gehört. Also so dann doch den Religionseinfluss und Gotteinmischung, das habe ich von dir bis jetzt noch nie gehört gehabt. Ist ja auch mal spannend, dass du das. Kam auch selten vor, aber wenn es gepasst hat, habe ich es natürlich auch gemacht. Und vor allem muss man da sagen, also wie gesagt, diese Aufnahme, die ist von 98, da war ich 15. Da habe ich auch noch nicht selber mich so viel getraut, eigene Akzente zu setzen, muss man sagen. Das war natürlich auch dann eher noch, ja, alles, was damals im NS gesagt wurde, finde ich alles toll und super und Daumen hoch. Später hätte ich das auch nicht mehr gebracht, sage ich. Ne? Wieder an der Straßenecke des NPD-Lokal Matadors Tyson, der gerade von der Arbeit im Stahlwerk zurückkommt. Tyson, so erfahren wir hier beiläufig, war früher selbst Mitglied im KDS von Axel Reitz, bevor er über die DVU zur NPD ging. Auch der Tyson-Clan will gegen den Moscheebau von Marxloh mobil machen. Das ist unser Steuergeld, das müssen wir bezahlen. Das ist ja nicht korrekt. Das geht alles von unseren Steuergeldern. Die Moschee ist schon ein Riesending, wie ich gehört habe, größte Europas oder so, Begegnungsstätte, sage ich mal in der Hinsicht. Mhm. Dann kommt noch ein riesen Parkplatz dazu. Und wenn Sie Marxloh kennen, dann wissen Sie, wie die Bevölkerungszahl da aussieht. Das heißt mit anderen Worten, da werden wir wirklich, wie es auch auf meinem Flugblatt steht, bald einen Gedenkstein für den letzten Deutschen, der in Bruckhausen, also in Marxloh gewohnt hat, setzen können. Und auf eine Art, wir sind jetzt selber schuld, wenn wir ganze Gebiete, wenn wir hier die so einfach, wie soll ich das sagen, einfach übervölkern mit allen Herrgottsländern. Und das kann einfach so nicht sein. Und hätte Axel Reitz halt nicht im Leben gerufen, dann hätte ich doch wahrscheinlich im Leben gerufen. Axel, wie erfolgreich warst du mit dieser Kampagne gegen den Moscheebau? Gab es dafür viel Zuspruch? Also aus der Bevölkerung tatsächlich schon. Ja? Nur die konnten wir ja nie wirklich einbinden, ja? Weil wir nicht bürgerlich aufgetreten sind, sondern ja als Revolutionäre, als Nazis. Das war eher für die Szene ein Signal, ja? Und die Kampagne stieß auf großes Interesse auch, muss man sagen. Es gab dann auch bürgerliche Zuschriften von den Flugblättern, die wir verteilt haben und über die Mail-Accounts, aber da konnte nie was draus gemacht werden, dann zum Glück, muss man sagen. Ne? Im rechten Netzwerk kennen sich alle. Wir machen uns auf den Weg nach Essen, wo Axel Reitz Bündnispartner für die geplanten Anti-Moschee-Aktionen treffen will. Nur vermummt will sich seine Gruppe von uns filmen lassen. Oh, Axel, ich bin so froh, dass du den Dandy-Style so intensiv für dich entdeckt hast. Also wirklich, da geht Ehre nochmal raus, muss man einfach sagen, für viele. Also ich mache das auch zu gerne. Bitte
Schreibt einfach mal was Nettes für Axel in den Chat, wenn ihr das auch so seht. Gott sei Dank hat Axel so den Absprung geschafft. Ja, es sind für mich, ich gucke da auf zwei unterschiedliche Personen. Ich habe das Problem ja auch, dass ich, wenn ich auf den alten Philipp gucke, wie, ja, und da kannst du wirklich stolz auf dich sein, Axel, das so zu sehen. Die Haltung, der Gang, die Klamotte, also Gott sei Dank hast du das so geschafft. Ehre geht raus, Axel. Und was ist das jetzt hier für eine Truppe? Oh, das sind Kameraden, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite aus dem Ruhrgebiet. Und da läuft Zusammenarbeit schon geregelt und gesittet. Und fällt ihr auf, die vermummt wollen, die nur hier sich treffen und outen? Oder? Und das liegt natürlich an den persönlichen Lebensumständen, die Herrschaften haben. Also wenn jemand noch in Arbeit ist und in Lohn und Brot, da kann man schon verstehen, dass man da natürlich nicht riskieren will, wegen so einem Bericht aufgrund der herrschenden Political Correctness in diesem Lande dann seinen Job zu verlieren. Die drei zählen sich zu den autonomen Nationalisten. Optisch. Ja, von einfarbig zu kunterbunt. Also Dankeschön für die Kommentare hier, was hier gegenüber Axel kommt. Ja, Grufti Goth. Also hier sehen wir auch die Anfänge, wie gesagt, von diesen autonomen Nationalisten. Und das war dann auch die. Ja, wirklich so der Anfang, ne? Anfang der 2000er, auch von den autonomen Nationalisten. Ja, war ganz frisch. Das war tatsächlich so die ersten Ausbrüche dann, die Demonstrationen, die ich angemeldet habe für die Autonomen, bevor sie es selber machen konnten, waren dann so die Keimzellen dann auch, die gezeigt haben, wir können anders auftreten, die dann natürlich auch entsprechend ins Klientel gezogen hat, ne? Kaum zu unterscheiden von linken Autonomen. Einer ist Student, stammt aus einem PDS-Elternhaus. Würden Sie persönlich oder auch Teile Ihrer Anhänger im Fall, wenn die staatliche Repression zunimmt, richtig im Untergrund gehen? Also ich persönlich nicht. Also ich bin denkbar ungeeignet dafür, weil ich Diabetiker bin, krank bin und ich müsste ständig Insulinzufuhr haben und so weiter und so fort und bin auch nicht so der Straßenkämpfer-Typ. Nur wenn der Staat uns jede Möglichkeit nimmt, für unsere Idee zu werben, gibt es sicherlich Kameradinnen und Kameraden, die ohne weiteres auch im Untergrund eine Spur und eine Gangart schärfer werden würden. Das wäre aber nicht dann unsere Angelegenheit, das hätten wir nicht zu verschulden, ich versuche es ja zu verhindern. Das wäre Angelegenheit des Staates, der die Leute dann dazu treibt, Untergrund zu gehen und dann auch vielleicht gewalttätig zu werden. Da bist du ja, Dankeschön, Tio Master, da bist du ja dann auch schon so sehr reflektiert über dich selber, ne? Bin ich so der Straßenkämpfer-Typ, aber wenn der Staat dazu drängt, das ist ja Erzählung, die wir heute hören von Verschwörungstheoretikern, von Corona-Leugnern und so weiter, die sagen, der Staat zwingt mich dazu, ich habe gar keine andere Wahl, als mich vielleicht mit Waffengewalt und den Gang in den Untergrund zu wehren. Also auch diese Erfindung ist nicht neu. Ja? Also da haben wir es von Axel gerade wirklich ganz klassisch gehört. Klassische Opfermentalität, wir tragen keine eigene Verantwortung, wenn irgendjemand Scheiße baut, ist ja der böse Staat wieder schuld, weil wir können ja nichts dafür. Tobi, so, Dankeschön. Es wird die Möglichkeit geben, mit Axel mit Sicherheit mal ein Bierchen zu trinken. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Alles. Das hängt ja nicht von uns ab, das ist natürlich an Sache der etablierten Politik, wie sie uns verfährt. Wie viel wären Sie bereit für diese Sache zu geben, persönlich? Ich persönlich wäre dabei alles. Ich gebe alles dafür. Also, jetzt tue ich das, was in meiner Macht steht, was ich tun kann. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mehr zu tun, würde ich auch mehr tun. Was könnte das sein? Alles. Das heißt, Sie würden auch Ihr Leben geben? Ich würde auch mein Leben geben. Das mache ich dann ja nicht freiwillig. Also. Aber wenn es passiert, dann passiert es und ich weiß auch, wofür es passiert ist. Klingt immer erstmal gut und dramatisch, Axel, ne? Dass man würde, ja, jemand schreibt gerade genau, Maulheldengeschwätz bei Twitch, ja, das ist so. Aber was soll man denn sagen, wenn man gerade im Interview ist, man sitzt mit seinen anderen NS-autonomen Nationalisten irgendwo und du würdest sagen, was sind sie bereit zu geben und du sagst, ja, so 10% von meiner Energie oder so. Oder ja, ich wäre bereit, irgendwie, was weiß ich, mein Pfandgeld abzugeben, keine Ahnung, ja. Das ist Geschwätz wie von jedem. Jeder, der im Extremismus ist, das wird dir über Menschen wie Axel Reitz mitgegeben. Wir müssen uns aufopfern. Also diese ganz klassischen Ansprachen,
bei Demonstrationen, bei Reden über die Musik und über die Radikalisierung in der eigenen Gruppe wird dann gesagt, wir müssen, ja, du bist nichts, dein Volk ist alles, ja, und so weiter. Und natürlich muss das so gesagt werden, aber wir haben das immer gesehen, wenn es dann auch um Aufopferung geht oder Solidarität, ja, erste Hausdurchsuchung, sonst was, erste staatliche Vorladung, dann ist es auch Ende im Gelände mit Führer, Volk und Vaterland. Man sieht ja hier schon, ich bin bereit, alles zu geben, was ich jetzt tun kann, tue ich und vermummt sich. Ja, da hätte er zum Beispiel mal mehr tun können, Gesicht zeigen, öffentlich auftreten und scheißegal, ob er seinen Job verliert, aber ist er doch nicht bereit, alles zu geben. Ne? Aber es klingt natürlich schön und ist ja auch die Selbststilisierung. Ja, ich tue was, ich bin ein Held, ich bin ein Märtyrer und ich bin besser als die anderen, die nichts tun. Das gehört ja zur Identitätsbildung in diesen Strukturen auch dazu. Ne? Wir sind ja nicht irgendein Spaßverein, der sich auf irgendeinem Abenteuerspielplatz austobt. Wir müssen, wie gesagt, alle mit den Konsequenzen rechnen. Sitzen die nicht gerade auf so einer Art Spielplatz oder Skatebahn? Na gut. Offenbar zufrieden mit den Ausführungen blickt der Drahtzieher aus Köln auf die Delegation. Auch die Vermummten haben Hitlers SA als Vorbild. Die SA hatte schon in den 20er Jahren genauso mit dem politischen Gegner und mit dem System zu kämpfen wie wir heute. Wenn wir auf der Anreise zur Demonstration sind oder auf der Abreise, müssen wir uns natürlich auch mit dem politischen Gegner auseinandersetzen. Aber die Antifaschisten in NRW sind heute tot. Tot? Ja. Die Bewegung an sich ist tot. Die antifaschistische Bewegung in NRW ist tot. Naja, da gibt es, glaube ich, auch anderslautende Meinung, oder? War so ein bisschen Omnipotenz-Fantasie, ne? Das war schon so ein bisschen, ja, wie Hans Fritzsche damals den Sieg über Stalingrad verkündete, hat auch nicht so hingehauen, ne? Ja, also ist das wirklich die eigene Wahrnehmung oder ist das schon Pressegelaber oder ist das... Vielleicht eine Mischung aus beidem. Das redet man sich ja schön und natürlich vor der Presse will man auch dann dastehen als... Wir sind die Macht, wir haben es gepackt, die Straßen gehören uns, aber die Realität sieht dann doch gänzlich anders aus. Ne? Okay, hier wird sich lustig gemacht, dass ich Skatebahn gesagt habe. Ich gestehe wirklich hier ganz offiziell, ich war nie ein Skater. Ich habe damals gerne Dickies-Hosen getragen, weil die hatten so einen Anzugschnitt, waren aber sehr robust. Also da habe ich schon eine Verbindung zu den Bahnskatern, Skatebahner, wie immer es auch heißen mag. Nicht Skatebahn, Skatepark? Keine Ahnung, Axel, da sind wir ganz weit vorne, wir beide, oder? Ja, total, wie in der Technik. Rollbettfahrer, Laufgehege, okay. Jetzt haben wir irgendwelche nennenswerte Übergriffe auf unsere Demonstration. Und wenn dann, Sie haben die Straße schon ein Stück weit... Die Straße in NRW gehört uns, ja. Bitte? Die Straße in NRW gehört uns. Ja, Axel, Mensch, warum dann nicht ausgebaut, wenn ihr sowieso die Straße schon erobert hattet? Warum dann nicht ausgebaut? Ich hatte zu viel zu tun. Ich hatte einfach keine Zeit, mich um solche Nebensächlichkeiten zu kümmern, weißt du? Aber es ist lächerlich, habe ich mir damals auch schon gedacht. Also es ist ja immer auch wichtig gewesen, den Leuten irgendwie realistisch zu vermitteln, damit sie Opfer bringen können, dass man sagt, hier, wir führen einen harten Kampf, Blut, Schweiß und Tränen. Wenn den Leuten aber schon sagst, ey, gehört alles uns, easy, wir haben den Sieg davon getragen. Warum soll sich irgendjemand noch besonders einsetzen? Ne? Heute muss der Deutschpop von Wir sind Helden dazu herhalten, einer Nazi-Demonstration in Essen einen betont lockeren Rahmen zu geben. Ältere Bürger lassen sich damit nicht anlocken, offenbar aber jüngere. Immer wieder treffen wir im Lärm der Helikopter und Lautsprecher auf Eltern junger Demo-Teilnehmer. Irgendjemand hat "Du feige Sau" gerufen. Warum haben Sie gerade gesagt, feige Sau? Weil mein Sohn da drin ist und sich vor mir versteckt. Was halten Sie davon? Wie finden Sie das? Ich sehe doch wohl, was ich davon halte. Überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts. Was ist das für ein Gefühl? Was denken Sie davon? Ich muss mich stark zusammenreißen. Ich bin... Ich bin frustriert. Vorher habe ich es nur gehört, jetzt sehe ich es und es ist ein Hammer. Sie haben einen Sohn dabei, der jetzt da mitmacht und sind ja Nazis, die hier demonstrieren. Ja gut, er ist eigentlich nur ein Mitläufer, denn er weiß gar nicht genau, was die da machen.
Ist jetzt 19 Jahre. Und ich will überhaupt keine Radtour. Man kann auch gar nichts sagen, es wird einem sowieso im Mund umgedreht. Er demonstriert eigentlich nur dafür, weil er das nicht richtig findet, dass die Deutschen hier eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Naja, da ist ja von der Mama ja auch ein bisschen, ne, so richtig irgendwie... Ja, ist schon so ein bisschen Sympathie. Ich verstehe, warum der läuft, dann ist ja nicht ganz verkehrt. Auf sowas haben wir immer auch gewartet dann, dass wir sagten, ja, die kann jetzt nicht deutlich sagen, dass sie uns geil findet, aber das war dann so, wo wir drauf gebaut haben, die schweigende Mehrheit steht vermeintlich hinter uns, ne? Die unbedingt jetzt nur wollen, dass alle rausgehen, das wollen die auch nicht. Die Ausländer, die von mir aus früher gekommen sind, lasst ihr ihre Arbeit machen. Aber was machen sie jetzt mit ihrem Sohn, der da drin ist? Soll ja, was soll ich damit machen? Ja, deswegen sind wir ja hier, damit er eben nicht so da... Bitte? Deswegen sind wir ja hier, dass wir ein bisschen aufpassen. Ja, ich kann Ihnen das nicht verbieten, Meinung, er ist 19 Jahre. Die Wirtschaft, also, dass ihm die Wirtschaft oder was die Regierung auch nicht gefällt. Ja, wenn du das politische Bild von zu Hause mitkriegst, irgendwie ein wirres Kauderwelsch zwischen Mama, versteht's irgendwie, Papa, irgendwie, keine Ahnung, das ist ja, also das, da ist ja gar keine Meinung. Ja, das ist schon so ein bisschen, ich glaube, die trauen sich nicht richtig zu sagen, dass sie eigentlich kein prinzipielles Problem damit haben halt, ne? Das ist schon so ein bisschen, ja, lassen doch da mitlaufen, die haben ja auch vernünftige Sachen, die sie sagen, vermeintlich, ne? Ihm das nicht verbieten. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Egal ob SPD oder CDU. FDP ist ja der größte Trümmerhaufen. Die gehen ja dahin, wo sie gerade wollen. Das sind alles im Moment Trümmerhaufen im Grunde genommen. Eigentlich haben wir doch nur noch Angst. Er hat jetzt noch 15 Jahre bis zur Rente. Und dann... Und wir müssen immer wieder beten, dass wir unseren Job auch behalten. Genau. Und dann kann er ans Sozialamt gehen. Ja. Machen Sie sich Vorwürfe, dass Ihr Sohn jetzt bei den Nazis hier mitmarschiert? Vorwürfe? Nö. Nee. Ich habe ihn ja nicht dahin erzogen. Ja. Ja. Naja, Rente geschafft, ne? Die Doku ist irgendwie 2002 oder was ist die? 2005 ist die. 2005, ja. Dann vor 2 Jahren in Rente, 15 Jahre. Ich hoffe, er hat es geschafft. Und wäre jetzt mal immer spannend zu wissen, ja, wer da 19 Jahre alt war, wie, was jetzt mit 34. Wer, falls irgendjemand dort die Herrschaften erkennt und weiß, um welchen Sohn sich das dreht, würde ich das sehr, sehr interessant finden, was jetzt mit 34 da irgendwie los ist, oder Axel? Das wäre ja doch mal spannend, oder? Aber die Hoffnung ist ja, dass sich tatsächlich dann nicht der Extremismus verfestigt hat, sondern dass sie auch gemerkt haben, es ist trotz all der Probleme, die auch nachvollziehbar sind, nicht so schlimm, dass man dann die Demokratie als solche ablehnen müsste oder den Liberalismus als solchen ablehnen müsste. Das ist immer die Hoffnung, die ich habe, ja, dass gerade Jugendliche sich auch mal dann von Rattenfängern, wie ich einer war, ködern lassen, okay. Aber irgendwann haben viele doch den Absprung geschafft und gemerkt, oh Gott, was die wollen, das will ich aber gar nicht. Und ne? Axel, man muss es auch mal sagen, jemand hat es gerade geschrieben, ich glaube, der Steffen bei YouTube hat es geschrieben, die Eltern, aber auch auf die AfD gewartet. Ja, genau, das ist so, das sind so die von der AfD abgeholt werden, ne? So, wo NPD, ja, nee, hier so mitmarschieren oder sonst was, das ist mir zu doll, aber das würde ich sagen, ist schon auch so... Ne? Wo AfD reingedrängt ist, ne? Ah, natürlich, logisch, weil das sind die Leute, die eben nicht radikal sein wollen, die aber ihren Unmut artikulieren wollen und sich da auch abgeholt fühlen, wenn Dinge angesprochen werden, die sie von anderen Parteien nicht mehr artikuliert sehen. Das ist prinzipiell ja auch erstmal nichts Verkehrtes, solange es nicht in Extremismus oder Radikalisierung ausartet, ne? Unsere Suche nach dem braunen Netzwerk im Revier führt uns nach Dortmund-Dorstfeld, zum Donnerschlag, einem verbarrikadierten Szeneladen. Spezialisiert auf rechte Musik, Springerstiefel und anderen rechtsradikalen Schick. Muss man jetzt zur Ehrenrettung sagen, der ist nicht verbarrikadiert aus irgendwelchen martialischen Gründen, sondern der ist mehrfach von Antifaschisten entglast worden. Also das muss man immer dann, wenn es immer so heißt, auch verbarrikadiert, als wenn die jetzt da hier Räuber und Gendarm spielen. Also das hatte dann schon andere Gründe. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe mit dem Donnerschlag ab und zu mal gehandelt, aber jetzt nicht so großartig, war auch kein Großabnehmer, aber war schon ein Laden, der viele Jahre Bestand hatte, ne? Der war schon ein paar Jahre, war der da. Der Donnerschlag liegt mittendrin in einem türkisch dominierten Wohnbezirk. Nazi-Gegner vermuten, dass der Donnerschlag das neue logistische Zentrum der extremen Rechten in Dortmund ist. Deutsche Anwohner haben offenbar kein Problem mit dem Laden an der Ecke. Also sagen wir es mal so, seitdem die da sind, ist es hier ein bisschen ruhiger.
ruhiger. Ja, die sind ruhiger und die Ausländer sind auch ruhiger. Also man kann hier eher mal abends über die Straße gehen als vorher. Also ja, vorher war es schlimmer. Ja, da waren die Ausländer hier überall und da hatte man eher Angst vor den Ausländern als vor denen. Naja, stimmt. Ist so. Ja. Muss ich erst mal schlucken. Also das heißt, Sie sehen den Laden als einen Ordnungsfaktor hier. Ja, was heißt als einen Ordnungsfaktor? Aber ich sage mir immer, die tun uns nichts, wir tun denen nichts. Ne? Ja, lieber, ich sag mal so 1000 Nazi als wie mehr Ausländer. Aber wo die Nazis sind, da gibt es nicht so viel Schlägerei zwischen den Ausländern und den Deutschen oder so. Oder untereinander von Ausländern. Was machen Sie beruflich? Gar nichts mehr. Ne? Was haben Sie vorher gemacht? Stapler gefahren, 15 Jahre. Und wie lange schon arbeitslos? 12. 12 Jahre? Ich gehöre zum alten Eisen, haben doch mal Arbeitsamt gesagt. Ah, du warst schon ganz schön. Aber ich habe ja gesagt, seit die da reingekommen waren, haben sie die Fensterscheiben eingeschlagen, das erste Mal. Ich verstehe das so nicht. Muss man aber auch dazu sagen, er gehört zum alten Eisen, seit 12 Jahren arbeitslos, da war er vielleicht 30, ja. Naja. Oder was weiß ich, ist das schon mal sehr spannend. Aber schon so ein Zuspruch, ne, den wir auch immer wieder mal in anderen Dokus hatten, auch in der. Besonders auch, wenn wir über Ostdeutschland gesprochen haben, wo das dann auch wieder so aufkam. Ja, ist die Wahrnehmung dann wirklich so, okay, sie kommen da sozusagen als Bürgerwehr und als Migrantenschreck? Man muss dazu sagen, es gibt natürlich unglaublich viel Gewalt von der rechtsextremen Szene. Auch da, wenn da jemand mit den Nazis rausbatten vorbeigelaufen ist, hätte es genauso passieren können, dass da drei Leute rausstürmen und denen zusammentreten. Ja, also es ist natürlich eine Hegemonial-Anspruch, der da entfacht wird für Leute, die nicht zum Feindbild zählen. Zählst du zum Feindbild, hast du natürlich Probleme. Zählst du nicht zum Feindbild, sind die Leute freundlich und nett zu dir. Ja, und man muss auch sagen, es war auch nicht so, dass eben dort die dort lebenden türkischen Mitbürger angegangen worden wären. Gerade Sigi Borchert hat da sehr viele gute Kontakte gehabt. Das war dann immer so ein bisschen, ja, die sind ja korrekt und das ist mein Freund und man hat sich da nicht wirklich jetzt so angefeindet. Das ist eine Sache, wo viele sich ja sowieso, das hören viele nicht so gerne, aber wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, dass besonders auch Neonazis sich mit Migranten verstehen können in der Verbrüderung auch gegen andere. Also das hat in vielen, vielen... USA, Israel war immer das Thema, wenn die ankommen, sagten, hör mal, wir haben doch gemeinsamen Feind, das sind doch die Juden, dann waren viele, habe ich so oft erlebt, wo wir im Ruhrgebiet unterwegs waren, in Kneipen, wo wir da bedient worden sind von Menschen mit Migrationshintergrund, wenn die gemerkt haben, wer wir waren, haben uns denen gegenüber höflich verhalten und dann kamen die auch plötzlich an und ihr habt wenigstens geblickt, wer hier die Welt kontrolliert und weg mit dem Judenpack und das waren Sprüche von ganz normalen Ladeninhabern, wo wir da verkehrt haben, ne? Ich sag nur, wenn sie mich nicht tun, tue ich auch nichts. Du meinst jetzt wieder die Ausländer? Ja, auch hier, auch die hier drüben. Hauptsache, Sie selber haben Ihre Ruhe. Hauptsache, meine Ruhe. Ja, lass mal lieber. Halt mir lieber da raus. Ob sich hier auch SS-Sigi und seine Führungsriege häufig aufhalten, an der Tür des Ladens ein Versuch, das herauszufinden. Mit der Kamera, Alter. Verpisst euch, ihr habt hier kein Recht zu filmen. Abmarsch. Wir haben auch kein Recht, uns zu bedrohen. Ding aus, ich bedrohe niemanden. Kamera aus, du Pisser. Verpiss dich. Hör mal. Also ich bedrohe gar keinen. Ja, verpiss dich, Kamera aus. Ich bin ganz friedlich, unhöflich. Ne? Ja, also würde ich schon als Bedrohung so empfinden und von der Körperhaltung her, also, und filmen Sie mich nicht, ja, anstatt die Tür einfach zuzuhalten oder dadurch zu sagen, bitte gehen Sie, kein Kommentar. Nein, es wird die Show wieder genutzt, um einen Harten zu machen. Man kann es ja freundlich machen, ja. Wir haben ja schon Patrick Schröder gehabt vom FSN, der sagt dann höflich und augenzwinkernd, gerade nicht. Oder wie Jürgen Rieger es gemacht hat, ja, da müssen sie 1.500 € für eine Hetzgebühr zahlen. Dann können wir uns gerne unterhalten, bin ich jederzeit zu bereit. Das ist dann nicht so ein Bild, was da abgegeben wird, hier, ich stürme da raus wie so ein Psychopath und fange da an rumzupöbeln, ne? Naja, das ist schon... immer wieder, dass wir das mich nicht filmen, aber vor die Kamera drängeln. Das ist doch hier eine Zentrale der Rechtsradikalen, oder? Das ist überhaupt nichts. Ich will nicht gefilmt werden. Das ist ein Scheißdreck. Hau ab, Mann. Sie werden unkenntlich gemacht. Ach, ja, ist mir scheißegal. Verschwindet mit dem Scheiß. Mitten im Dortmunder Hafen werden wir dann doch noch fündig.
Die Ecke hier, junger Philipp, unmittelbar vor den Augen der Wasserschutzpolizei, ist offenbar die Badeanstalt der Dortmunder Neonazis. Manche tragen hier ungeniert Hakenkreuze und andere Nazi-Symbole auf nackter Haut zur Schau. Bei näherem Hinsehen wird schnell klar, hier vertreibt sich die Führungsriege von SS-Sigi die Zeit, seine Organisatoren und Bodyguards von der Borussenfront. Offenbar arbeits-, aber nicht beschäftigungslos. Oh, da hat jemand ja was vom Axel übernommen. Ja. Von hinten filmst du mich nicht. Und Chris war ja krass mehr dafür. Muss ich dir einen Arm brechen. Wie? Ich springst du da rein? Ja. Sehe ich was von hinten im Fernsehen, habt ihr ein Problem mit mir. Ja, nicht von hinten filmst nicht. Du mich nicht. Sonst bin ich verurteilt. Ist schlimm, ne? Mal ganz ehrlich, ihr glaubt doch nicht, dass ihr hierher kommt und wir erzählen euch was. Guck mal, das Wasser ist schön grün, die Brücke ist hoch. So, das reicht doch schon, oder? Und sonntags klingeln die Kirchenglocken. Ja. Jetzt soll doch neulich ein Punker erstochen worden sein. Quatsch, der ist im Messer gelaufen, aber nicht erstochen worden. Oh, 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 Axel. Eieiei. Ei, ei. Ja. Dortmunder Szene damals, ne? Eieiei, ei, ei, das ist schon... selbst die Wahrnehmung, auch ich meine, ich hatte ja schon eine Wahrnehmung, die war unterirdisch ekelhaft und was weiß ich, wenn ich da nur an mich denke als Typ, aber das ist ja nochmal, auch diese suffisanten Kommentare haben wir immer wieder, ne, also der ist hier abgestorben und der ist ins Messer gelaufen, haha, hihi und der ist gestorben, ja, na und, so ein Insekt oder hat er jetzt nicht gesagt, aber so die Denke, ne, und dann, oh, film mich nicht von hinten, ja, mach dich nicht so wichtig, der Kameramann wüsste gar nicht, wenn du sitzen bleibst, ob du hinten was drauf hast. Wenn du willst einen harten machen und zu sagen, ich habe hinten auf dem Rücken was ganz krasses. Mann, halt nicht einfach dein Maul, Alter. Halt dein Maul, Mann. Ja, Entschuldigung. So ein Treff ist für mich einfach, boah, die Wahrnehmung dann auch der Leute, ne, das sind, ist einfach, ist, sie sind nicht lustig, sie sind nicht spaßig, sie verkaufen sich nicht sympathisch, es ist einfach nur zum Schämen. Naja. Ja. Ja, das war's. Okay, wollte ich nur mal loswerden. Entschuldigung. Wo ist der denn? Das ist ja ein Schwerte gewesen. Kammstraße. Ja, der hat auch selber Schuld gehabt. War sein eigenes Messer. Das kann 34-Jährigen und 16-Jährigen angreifen. Gibt's ja gar nicht. In Duisburg machen NPD-Mitglieder gegen den Moscheeneubau mobil. Am Rande des Stadtbezirks Marxloh leitet die Ehefrau des Parteichefs Theissen einen Flugblattverteilertrupp durch heikles Gebiet. Nie zuvor hatten sich die Rechtsextremen hierher getraut. Schon bald nähert man sich dem Bauplatz der Großmoschee. Rund 8 Millionen Euro will die EU in die Gebetsstätte für türkische Muslime investieren und in ein Begegnungszentrum mit Deutschen. Kleines Stück noch. Wir können beten. Dagegen habe ich nichts. Aber bitte so, dass ich damit nicht belästigt werde. Ne? Vor allen Dingen, die bauen ja nicht hier irgendwie so ein kleines Ding dahinter. Das ist ja die größte Moschee von ganz NRW, beziehungsweise das ganze Bundesland. Und dann kommen automatisch auch die ganzen Pilger, sage ich jetzt mal, die werden hier ihre Hochzeiten feiern, ihre Feste werden sie hier feiern. Und das darf nicht sein, hier ist immer noch Deutschland. Hier ist immer noch Deutschland. Ja, hier feiern nur Deutsche. Ja, bei allen anderen fällt der Geburtstag aus. Da fällt aus, Axel. Ja, tief doch. Aber das Interessante ist ja dabei, ja, diese Szene, auch die NPD geht ja davon aus, dass man sich nicht vermischen darf, weil Rassen und Völker, wie sie es nennen, sind ja Gedanken der Schöpfung. Dann sollte man doch eigentlich von diesem Standpunkt aus froh sein, ja, dass eben dann diese ganzen Menschen zu ihren eigenen kulturellen Städten gehen und nicht mitten in die Bevölkerung ausstrahlen und dann plötzlich noch mehr Ehen mit Deutschen, die unter sich bleiben sollen, bilden. Ne, ist ja eigentlich völlig unlogisch, dass man sagt von wegen hier, wir wollen nicht, dass sie ihre Kultur ausleben, wir wollen aber eigentlich gar nicht, dass sie überhaupt hier sind. Deswegen ist es immer so heuchlerisch, wenn dann behauptet wird, die sollen ja ruhig beten, ich habe ja gar nichts gegen die, aber, was sollen diese Menschen denn machen? Die haben halt immer einen anderen Glauben, die sind jetzt nun mal hier, warum sollen sie ihre Kultur komplett über Bord werfen? Wenn die dir nicht auf die Eier gehen, können die dann auch machen, was sie wollen. Genau, so einfach ist das. Hastig zieht der Trupp weiter. So entgeht den NPD-Lern, dass auf der Bauplatzwiese friedlich und leise gebetet wird, mit einem Prediger in deutscher Sprache. Der NPD-Trupp meidet jedes Gespräch mit Migranten hier. Untereinander jedoch entlädt sich im Vorbeigehen blinder Hass gegenüber Frauen und Betenden.
die pure Mordlust. Wenn du dir das jetzt so anguckst, ne? Ich würde am liebsten ein Auto neben mich reinsetzen. Für jeden, den ich überfahre, 50 Euro, würde ich alles plattwälzen. Wie sagt der Frank immer so schön, wir haben euch mit Blumen begrüßt, wir werden euch mit Blumen verabschieden. Ist mal Mikro noch an, oder was? Wirkt das so. Ist der Fehler, das ist mir auch mal passiert. Irgendwann vergisst du das, wenn du so einen ganzen Tag mit denen filmst und läufst dann alleine rum, irgendwann weißt du nicht mehr, dass du aufgezeichnet wirst. Ne? Und dann kommt sowas natürlich im O-Ton bei rum. Ne? Ja, und wenn Leute dann manchmal so sagen, so ja, mit dem Auto, wir haben das gesehen, Auto als Waffe eingesetzt, ne? Sind das Dinge, wo Leute sich irgendwann dazu entschließen, das zu machen. Und nicht, dass sie 50 Euro kriegen, sondern weil sie denken, sie müssen das jetzt tun und dann regeln sie alles. Der Tag der Demonstration gegen die Moschee ist gekommen. Die NPD und Reitz, der in der Szene sogenannte Hitler aus Köln, wollen gemeinsam durch das Türkenghetto von Marxloh ziehen. Ganz kurz, das ist mir wichtig, das festzuhalten. Kein Mensch hat mich so genannt, ich selber habe mich nie so genannt, habe das immer mega scheiße gefunden. Das ist eine reine Erfindung von dieser Dokumentation, die dann von den Medien immer wieder aufgegriffen wurde. Der Hitler von Köln, kein Mensch hat mich so jemals genannt in der Szene. Hat dir eine Zeitung gegeben, ne? Er war das. Das kam auf ihn zurück, weil er in der Doku nicht auf. Er war das. Ja, ja. Er, der Hitler von Köln. Und seitdem ist das dann immer und immer und immer wieder, dann, weil es natürlich schön griffig war, übernommen worden. Aber das ist das Verdienst vom Herrn Schran, dass er mich zum Hitler von Köln gemacht hat. Ich meine, gut, klar, durch mein Auftreten und so bin ich ja selber schuld, aber so genannt hätte ich mich nie selber und auch niemand anders hätte mich so genannt. Doch die Polizei macht die Pläne der Rechtsextremen von Anfang an zunichte. Sie kesselt die Ankommenden immer wieder ein, hat den Demonstrationsweg von Marxloh ins eher beschauliche Hamborn verlegt. Reitz versucht, den aufkommenden Unmut seiner Anhänger zu zähmen. Wenn jetzt die Gewalt eskaliert, kann er womöglich gleich wieder einpacken. Dieser Tag wird offenbar für Axel Reitz kein Spaziergang unter Polizeischutz wie sonst. Ja, Axel, wenn man das so sieht und die Leute, mit denen man da ist, diese Kamera immer wegboxen, Polizei dann dagegen, natürlich die Journalisten schützen, du aufgeregt, willst eigentlich, dass die Leute sich benehmen, zur Raison kommen, ne, dass man irgendwo marschieren kann, demonstrieren kann und so weiter. Ja, was sind da so Gedanken, die da immer wieder in dir hochkommen, jetzt auch wenn du dich da selber siehst, wie du da Fuchs teufelswild irgendwie auf und ab und scheiße hier und was weiß ich, was macht das mit dir? Das zeigt dir erstmal, was ich da selber gemacht habe, was für Leute ich unterwegs war, es hat aber nie Klick gemacht, das war immer irgendwie, waren es dann doch die Polizei schuld und irgendwie waren es dann zwei, drei Leute, die man sowieso nicht leiden konnte, die man verantwortlich machte und. Man hat nie das ganze Bild sehen wollen, man hat nie seine Eigenverantwortung sehen wollen. Wenn ich da heute drauf gucke, kann ich sagen, Alter, was für eine arme Wurst warst du, mit was für armen Würsten hast du da leider deine Zeit verbracht, mit die besten Jahre deines Lebens. Ne? An dieser Tankstelle haben sich Scharen türkischer junger Männer eingefunden. Auf der anderen Seite der Straße an die 300 Neonazis, diesmal in der Defensive. Noch fühlt mancher sich sicher, wie im Dortmunder Hafen. Doch der erhoffte Zustrom der Duisburger Bürger bleibt aus. Es gibt einen Großteil von Sympathisanten, die sich eben nicht durch Wahlen oder auch durch Demonstrationen äußern. Aber ich denke mal, ein Rückhalt in der Bevölkerung ist auf jeden Fall da. Aber wie wollen Sie die denn jemals erreichen? Das wird die Zeit mit sich bringen. Die Probleme werden irgendwann Leute dazu bringen, sich zu entscheiden, wollen wir das, was so ist, und wollen wir das bisher in dem Sinne weiter den Bach runtergehen lassen, ändern wir uns daran. Das heißt, Sie setzen auf die Eskalation von Konflikten? Eskalation der Konflikte liegt in der Natur der Sache. Liegt ja nicht an uns, dass die Sache eskaliert. Wenn es eskaliert, dann werden die Leute sich vielleicht mal fragen, was ihnen dann schief läuft. Und was eigentlich schief läuft, das bin ich der Meinung. Warst du zu solchen Zeitpunkten auch enttäuscht, dass die Leute da nicht auf die Straße gekommen sind, dass sie da keinen Rückhalt aus der Bevölkerung haben? Nein, das wird auch wieder hier behauptet, wir haben uns einen Zustrom erhofft.
Mir war immer völlig klar, das ist auch das, was ich immer den Leuten ja auch gesagt habe, wir sind jetzt die Speerspitze, wir schlagen die Bresche, durch die andere dann durchgehen können. Wir müssen jetzt mehr aushalten, mehr machen, mehr tun, weil das andere eben noch nicht tun. War völlig klar, dass wenn ich da so eine Nazi-Demo organisiere und anmelde, dass da nicht plötzlich Pegida-like die Normalbürger ankommen und applaudieren. Ja, das war so das Endziel, was man hatte, wenn unser massenpsychologischer Umkehrprozess gegriffen hat, von dem immer die Rede war, weil die Leute sich dann daran erinnern sollten, dass wir immer schon gegen das System waren, wenn die Systemkrise kommt. Das war die strategische Ansatzpunkte, den ich hatte. Also ich hätte da jetzt nicht erwartet, dass irgendein Bürger sagt, ich stelle mich jetzt damit dahin und demonstriere. Ja. Mit über 3 Stunden Verspätung schiebt sich der Tross der Rechtsextremen schließlich aus der Deckung des Gebüschs auf die Straße. Frank Theissen, der NPD-Boss, ist mit dabei. Auch Mitglieder des NPD-Landesvorstands suchen die Nähe zu den Neonazis Reitz und Borchert sowie dem Drahtzieher Worch. Doch ihr Demonstrationszug gegen Multikulti und die türkische Moschee wird nur ein paar hundert Meter weit kommen. Auch die Anwohner hier halten sich zurück mit allzu offenen Sympathiebekundungen für die Forderungen der Neonazis. Das, was die Leute sagen, hier in Hamburg, in Marxloh, das denken 90%. Nur keiner sagt es. Was die Nazis sagen? Die möchten keine Moschee haben. Fragen Sie mal hier die Bürger, gehen Sie mal hier rein und fragen mal die deutschen Bürger, wer Interesse hat, eine Moschee hier zu haben. 90% nicht. Oder noch mehr. Das Problem ist das, dass hier so ein schlechtes Umfeld ist, dass so viele Ausländer sind und die Deutschen hier nicht mehr diese Wohnverhältnisse haben, die sich eigentlich wünschen. Ist das das Problem? Das ist das Problem. Und nur kein Politiker spricht es an. Die zivil gekleidete Führung der Duisburger Polizei beobachtet aus nächster Nähe das Neonazi-Spektakel. Ja, der Kommentar jetzt von dem Mann ist das so, ist aber nie so gefruchtet, dass da überhaupt mal Wählerzahlen waren, die dann irgendwie durch die Decke gegangen sind, oder? Für Zuspruch für Rechtsextremisten oder rechte Parteien? Es gab rechte Parteien, die dann schon mal so punktuell Wahlerfolge erzielen konnten, wie dann pro NRW und so weiter und so fort, aber nie so, dass man sagte, okay, boah, die haben jetzt ein Riesenpotenzial da ausschöpfen können. Ja. Alles Gezeter nützt der braunen APO nichts. Die Demonstranten werden mit einem Polizeigroßaufgebot eingekesselt. Das Ende naht. Die Kosten auf Seiten des Staates sind wieder mal immens, so der stellvertretende Polizeipräsident Detlef von Schmeling. Soll ich mal über den Daumen peilen? Ja. 500.000 Euro. Allein dieser Einsatz. Heute in der Stadt. Ja. 500.000. Jetzt im genauen Bereich. So unglaublich viel. Sind die Kosten der Freiheit. Den Rest erledigt der Wettergott für die Polizei. Aber eine gute Antwort, ne? Die Kosten der Freiheit, ne? Hat aber schön gesagt, muss man sagen. Also da kann ich echt sagen, ohne die Polizei wäre es gar nicht möglich gewesen, unseren Spökes da zu machen. Das mögen viele Leute kritisieren aus ihrem Blickwinkel, aber ich sage auch heute als entschiedener Gegner dieser Szene, ist es trotzdem der Preis der Freiheit und das zeichnet die Demokratie aus, dass sie selbst ihren Feinden die Freiheit lässt, gegen die Freiheit zu demonstrieren. Ja, das ist nicht schön, ist auch richtig, dagegen ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir wollen das nicht, ihr seid nicht unsere Fürsprecher, ihr seid nicht diejenigen, die eine schweigende Mehrheit vertreten, ihr seid eine kleine, minimale Minderheit, ihr stellt nichts dar. Aber man muss dieses Recht trotzdem einräumen können. Und das zeichnet auch die Stärke unserer Gesellschaft und Demokratie meiner Ansicht nach aus. Über eine Stunde lang zucken Blitze und es ergießt sich kübelweise Wasser über die Eingekesselten. Dann verfügt die Polizei das Ende der Demonstration, weil eine Eskalation der Gewalt befürchtet wird. Reitz und seinen Demonstranten wird freier Abzug garantiert, wenn sie sofort mit bereitstehenden Bussen aus der Stadt verschwinden. Die Demonstranten werden unsanft in Richtung der bereitstehenden Busse geschubst.
Ein Sommernachmittag auf den Straßen des Ruhrgebiets geht zu Ende. Einer von vielen. Reitz will wiederkommen, sagt er noch. Jetzt erst recht. Ja. Also ich gucke ja auf diese Bilder und denke mir so, Gott, was verschwendete Zeit, ne? Was man auch da wieder den armen Beamten angetan hat, die müssen da in voller Montur bei irgendeiner Hitze als Puffer zwischen Gruppen von gewaltbereiten Extremisten stehen und ihren Kopf hinhalten, sind für jeden der Schütze Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben die angefeindet, die Gegenseite hat sie angefeindet. Also da gilt heute auch immer noch mein allergrößter Respekt den Polizeibeamten, die da wirklich diese undankbare Aufgabe immer so bravourös auch gemeistert haben. Okay, ich gucke mir gerade nochmal Peter Schrann an. Was hat denn der so gemacht? Nebenan der braune Sumpf, Gewalt hinter Gittern. Okay, Deutschlands braune Mitte, ohne Gang bist du nichts. Okay, mal gucken, was er noch so gemacht hat, was wir da nochmal finden. Ich glaube, es ist jetzt auch gleich zu Ende, ne? Ja. Ich fand sie jetzt nicht so übel, Axel. Also, es war. Nein, aber wenn man halt live dabei war und weiß, was der für Fragen gestellt hat und was er später daraus gemacht hat, hat er halt immer versucht, auch eine bestimmte Richtung reinzubekommen, die nicht unbedingt so dargestellt wurde. Ne? Das ist schon so ein bisschen leicht manipulativ, sagen wir es mal so. Ne? Also ich will auch den Stab über ihn nicht brechen, ist eine gute Doku, muss man sagen, hat auch klar ausgeleuchtet, was da vor sich geht, aber er hat halt schon so ein bisschen auch getrickst. Ne? Axel, über 2 Stunden heute, ich muss gucken, dass ich jetzt gleich hier warm Wasser kriege und von daher werde ich mich jetzt gleich abmelden. Du kannst auch kalt duschen, Philipp, komm, stell mir nicht so an. Nein, kann ich nicht. Ich bin echt so weich. Das geht gar nicht. Ein Warmduscher. Ich gebe es ehrlich zu. Also, Axel, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben heute mehr als alles besprochen. Es ist toller Wandel immer wieder, wenn ich das einfach auch sehe, was hier passiert ist, was für ein neuer Mensch da steht. Wir sind nicht immer einer Meinung. Wir haben unsere Themen, wo wir auch unterschiedlich rangehen. Aber immer wieder versuchen wir einen Konsens, einen Kompromiss zu finden und reden miteinander. Und wir werden, ich denke mal, dieses Projekt noch eine Zeit lang weiterführen. Dankeschön für deine Zeit, Axel. Natürlich kannst du auch noch ein paar Worte an die Community senden. Ja, wer mich heute hier erlebt hat und trotzdem nicht genug von mir kriegen kann, Ehre geht raus, hat heute Abend um 19 Uhr die Gelegenheit bei mir auf meinem Kanal, der Reizeffekt, hoffentlich verlinkt vom Philipp, ein Gespräch mit einem ehemaligen Verschwörungsideologen zu verfolgen um 19 Uhr, der am Dienstag auch hier auf diesem Kanal mit uns beiden live zu Gast sein wird, der Stefan Bartunek aus Wien. Der ist ein enger Mitstreiter gewesen von KenFM, der wahrscheinlich vielen ein Begriff ist, die sich mit dieser Szene beschäftigen. Und es wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir sprechen heute bei mir darüber, wie er damals überhaupt so reingekommen ist in diese Szene. Und auch da gab es unglaublich viele Parallelen, die ich so kenne, die der Philipp so kennt. Also wird eine Stunde gehen, wird auf jeden Fall Mehrwert haben. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Und ansonsten sehen wir uns hier hoffentlich bald wieder. Habt ein schönes Wochenende, Freunde. Also, Dankeschön, Axel, für deine Zeit. Dankeschön an die Mods. Dankeschön an alle Kanalmitglieder, an Partner, an alle, die das Projekt so unterstützen. Dankeschön. Ehre geht raus. Ich freue mich, dass wir das hier machen können und dass wir den einen oder anderen damit erreichen. Und ich verbleibe, wie immer, mit einem Ahoi von der